So, dann machen wir jetzt schon mal das Mikrofon an und die anderen Audioquellen so gleich damit dann auch. Und dann den aktiven Stream. Und plopp, da sind wir. Und um mal ein klein wenig hier die Fläche mal glatt zu streichen. So. Ja, und damit Hallihallo, Hallöchen und willkommen zu neuen Stream von und mit mir Ben. Ja, wie ihr sehen könnt, wir haben wieder vor dem Bildschirm was zu sehen, nicht auf dem Bildschirm. Und ihr wisst, was das heißt. Plastik. Klemmbausteine werden wieder zusammengeklemmt heute Abend. Heute auf dem plastikbelesenen Speiseplan. Das Lego Star Wars Set 75356 war es, glaube ich, gewesen. Und zwar den Supersternzerstörer in der 40 Jahre Rückkehr der Jedi Edition in Miniaturformat. Und ja, das werden wir gleich mal zusammen basteln. Ich muss aber erstmal schauen. Hintergrundmusik. Ja, ist natürlich jetzt die Frage, was mache ich jetzt am besten rein? Weil wenn ich jetzt irgendwas Star Wars-lastiges reinhaue, dann kommen hier Copyright-Sachen links und rechts rein. Also das ist jetzt nicht so eine gute Idee. Wir brauchen irgendwas Spaciges. Irgendwas Spaciges brauchen wir. Nicht Kevin Spaciges, aber irgendwas Spaciges, weltraummäßiges. Ich meine, wenn es ein Star Trek-Modell könnte ich keine Ahnung, irgendwie 10 Stunden Loop von einem Warp-Kernreaktor irgendwie reinhauen. Hyperraumgeräusche. Das wäre doch mal was. Schauen wir mal nach, was bietet uns denn da das Internet an? Und ich habe ja schon mal ein bisschen was hier vorbereitet. Aber ob das jetzt, sag ich mal, auch das wirklich das Wahre ist, ich weiß es nicht. Aha. 10 Stunden Millennium Falcon ASMR. Ja. Versuchen wir es einfach mal, versuchen wir es einfach mal. So, ich hau es mal rein. Ich hoffe, man ist ja nicht zu laut im Hintergrund. Ja, ist auch noch recht angenehm auf dem Ohr, zumindest für mich. Soll ja auch noch ein bisschen Hintergrundberauschung sein und Beschallung sein für den Stream. So, lass jetzt mal laufen. Ich hoffe mal, dass die Playlist nicht abgebrochen wird irgendwann mal, weil YouTube ist momentan irgendwie ziemlich bekloppt drauf mit seinen Verschlimmbesserungen, die es ja gerade da noch laufen hat. Aber ja, nur gut. Wie ihr jetzt sehen könnt, momentan ist noch nichts auf dem Tisch hier drauf liegen, aber das ändert sich gleich. Wie gerade schon mal erwähnt gehabt, was gibt es heute zu basteln? Ein Star Wars Modell, die Supersternzerstörer. Und zwar die Executor. Das ist das Flaggschiff, beziehungsweise das Flaggschiff von Darth Vader. Ja, er hatte vorher auch zwar schon Sternzerstörer gehabt, aber. Oh Gott, welcher war es nochmal? War es ein. Der? Nee, warte mal, die Annihilator war es von Thrawn. Ich glaube, er hatte die Devastator, der später zerstört worden ist. Und dann hat er als Belohnung quasi von Papa Palpatine einen Supersternzerstörer bekommen. Ich meine, hey. Erstmal in experimentellen TIE Advanced schrotten, dann seinen eigenen Sternzerstörer und dann kriegt er zur Belohnung nochmal einen Supersternzerstörer irgendwie hinterhergeschmissen. Ja, Darth Vader hat es irgendwie gut gehabt mit seinem, ja, Zieh-Lehrmeister, Vaterfigur, whatever Palpatine wirklich halt war. Aber ja, na gut. So, ich habe die Anleitung schon mal hier offen, das ist sehr gut. Scrollen wir schon mal ein bisschen mal runter, weil wir haben leider, glaube ich, hier nicht so viele interessante Fun Facts zu dem Modell oder allgemein zu irgendwelchen Sachen mit dabei. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist immer so variiert zwischen den verschiedenen Lego-Modellen. Aber ja, fangen wir doch erstmal am Anfang an. So, Tüte Nummer 1. Ah, übrigens, ja. Weil die sich jetzt wieder wundern sollten. Ben, aber das ist ja nicht Original-Lego. Nein, das ist die Klemmbaustein-Variante davon, beziehungsweise Alternative. Und ihr kennt mich ja, ich bastel ja normale und, sag ich mal, originale Lego-Modelle zusammen, wie auch Klemmbausteine-Alternativen. Gebe dann mein Feedback dazu, wie ich die halt finde und alles. Und ja, letzte Woche hatte ich hier die Pac-Man Arcade Machine aufgebaut gehabt. Und ich muss sagen, für ein Alternativ-Klemmbaustein-Set 1A. Ein paar Sachen haben jetzt nicht so auf Anhieb gepasst, wie sie sollte, aber mit ein bisschen halt Liebe, Zuneigung und roher Gewalt hat es dann auch noch gepasst. Aber an sich war ich sehr begeistert davon. Also Preis-Leistungs-Verhältnis bei der Pac-Man Cake Machine, super.
Ja, in der Zwischenzeit waren dann noch zwei weitere Sets unterwegs gewesen. Einmal halt der Supersternzerstörer und dann das zweite Set ist hier eine Blume. Die werde ich wahrscheinlich dann entweder vielleicht heute oder morgen dann nochmal zusammen basteln. Ist aber nicht ein Set für mich. Und Syrix FN7, geile Hand. Hallöchen. Ja, ich habe davon sogar zwei. Jo, willkommen erstmal. Und ja, wie das zweite Set, was ich hier stehen habe, ist halt diese Paradiesvogelblume. Die werde ich aber dann wahrscheinlich erst morgen zusammen basteln. Ist allerdings auch nicht ein Set für mich, sondern für Cuddle. Aber ja, wie gesagt, erstmal halt, wenn ich jetzt Star Wars Klemmbausteine zusammen tackern und basteln und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Weil ich schätze mal, wir werden jetzt da auch nicht irgendwie Stunden über Stunden jetzt hier dranhängen. Vielleicht, keine Ahnung, zwei, zweieinhalb. Ich hämmer die Dinger ja recht schnell zusammen. Und bei so einem recht kleinen Set, ja nur irgendwie 640 Teile waren es, glaube ich, sollte das eigentlich auch recht fix von der Hand gehen. So, zack, zack. Und ja, nee. Erstmal dann willkommen natürlich an den Chat, an die neue Person, die gerade das erstmal gechattet hat. Willkommen im Stream des Wahnsinns und der Klemmbausteine. Ja, so. Fangen wir doch mal an und bauen uns jetzt ein schönes großes Raumschiff hier zusammen, das in einem kleinen Format dann gut ins Regal passt. So. Ich hoffe mal, meine Hintergrundgeräusche sind gut für die Beschallung, weil ich höre es ja gerade auch nur auf einem Stöpsel. Aber klingt zumindest für mich recht gut auf dem Ohr. So. Aber ne, wie gesagt, also letzte Woche, für all die dabei waren und nicht dabei waren, hatte ich ja die Pac-Man Cake Machine zusammengebastelt gehabt. Steht jetzt hinten im Regal und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Für ein Alternativklemmbaustein-Set super Qualität. Und ja, die beiden anderen Sets, die unterwegs waren, sind jetzt angekommen und deswegen baue ich jetzt mal fleißig weiter. Und wer weiß, vielleicht habe ich sogar noch genug Zeug übrig für übernächste Woche, weil es ist noch ein weiteres Set auf dem Weg zu mir. Aber erstmal jetzt nach dem anderen. So, erstmal hier schauen, dass wir das hier zusammenkriegen. Und ja, wie gesagt, also wenn die Zeit noch rausguckt, müssen wir mal schauen, was wir dann halt hier noch hinbekommen können in der Zeit. Und hey, ach, das ist doch mal nett, wenn direkt jemand zum ersten Mal mir so nette Worte sagt. Ja, ich würde mal sagen, entweder benimmst du dich ein bisschen oder das war das erste und letzte Mal, dass du das im Chat reingeschrieben hast, okay? Danke. So, wo haben wir jetzt hier den Viererstein? Nice. So, dann bauen wir jetzt mal die Flügel hier dran. Das sind die hellgrauen. Wo ich mir natürlich denke, warum kommen Leute hier in einen Bastel-Baustream rein, um nicht von mir noch ein bisschen enthalten zu werden, während ich was baue? Seltsam, seltsam. Aber nun gut. Oh, das war die falsche Richtung. So, zack. Dann drehen wir die ganze Schose mal um und machen jetzt halt hier die Vorderseite nochmal. So, das sind immer noch die hellgrauen Teile. Das ist ja die Unterseite und die Basis von dem ganzen Kram hier. So. Ah ja, danke dafür an den Moderator. Man soll ja doch schon mal recht nett und freundlich sein, wenn man das erste Mal in so einen Stream halt reinkommt und ja, man muss sich auch mal benehmen können, sonst bye bye. Ganz gelinde und kurz gesagt dazu. So, das kommt jetzt hier die andere Sektion, die zusammenbasteln davon, ja. So, das ist da drauf und dann zack. Ja, aber wie gesagt, mache ich mir jetzt auch keinen großen Kopf drum. Gibt Leute, die sind mal so drauf, mal andere Leute, die anders drauf sind. Solange man nett und freundlich ist und mit dem Team mal gut interagieren kann und auch im Grunde das eigentlich machen sollte, was man machen sollte. Man streamt für die Leute und baut was und quatscht mit denen. Ja, also, ist eigentlich jetzt der Sinn dieses Streams dann? aber nee. So. Oh, basteln wir einfach mal weiter. Und
bauen uns hier mal eine schöne, nette Basis und ich soll was trinken, sagt Maria. Ja, ich hole mir gleich nochmal meine Flasche hier rüber. So, und zack, die hinten drauf. Ich meine, ganz, ganz wilde Idee. Wenn man mich nicht dazu hören möchte, kann man auch eigentlich den Ton noch abschalten, ne? Ich weiß, crazy Gedanke, aber ja. Ach, nee. Ich meine, ich stream schon sehr lange hier auf Twitch, aber man wird immer wieder überrascht, wenn man jetzt mal neue Leute hier reinspült, wie die drauf sind. Manche nett, manche seltsam, manche einfach nur nett seltsam, aber in einer guten Art und Weise. Aber wie gesagt, ach, so, ich mache hier mein Ding. Ob es euch gefällt oder nicht, geht jetzt dann, sag ich mal, eure Sache. So. Das Ding soll übrigens, wenn es ganz fertig ist, 43 Meter lang werden. Ich muss sagen, ja, das ist super. Momentan ist es, glaube ich, so 20 die Hälfte, weil es ja hier hinten ist. Und ich denke wahrscheinlich dann hier vorne noch ein bisschen was nochmal dran. Ja, also wird definitiv sehr gut im Regal ausschauen, muss ich sagen. So. Ja, oh Mann, jetzt machen wir was, was mir nicht so gut gefällt, aber eigentlich auch. Jetzt mal kurz an die Seite legen. Sich mittlerweile mehr etabliert hat. Mit den ganzen Lego-Steinsets. Und zwar das sehr bunte Innenleben. Mag ich persönlich jetzt nicht so. Ist aber im Grunde auch nur konzipiert, damit man halt, ja, besser halt bauen kann. Ich meine, es ist zwar eine Sache, okay, ich will jetzt keine Regenbogenkotze gefühlt hier haben in meinem Set haben, weil ich halt irgendwie grüne, orange Steine und sowas habe, aber es soll ja auch wirklich nur zum besseren halt Verbauen halt sein. Statt nur, sag ich mal, grau auf grau zu haben, keine Ahnung, schwarz auf schwarze Steine oder sowas. Aber solange man halt Sets hat, wo diese, ja, vereinfachten Bausteine dann komplett verschwinden im inneren Bau, habe ich nichts dagegen. Aber es ist trotzdem halt irgendwie sowas, ich bin aufgewachsen und habe es mir halt gewohnt, die Sachen quasi normal zusammen zu basteln, ohne halt irgendwie eine sonderliche Hilfe, einfach nur Anleitungen und gucken, ja, wenn irgendwas halt nicht gepasst hat, dann Separator rausholen, dann halt wieder ein bisschen nochmal neu dran tackern, wie es ist. Aber ja, ist halt nun mal so. Es ist halt einfacher sein für die Leute, die halt neu mit den Sets mit dabei sind. Und es hat ja auch ihre Vorteile, bin ich ganz ehrlich. Aber ja, ist nicht so wirklich meins, trotzdem, wenn es Leuten hilft. Ist das eine nice Sache. So, und da Fliese, 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 Mittelteil, nice. Dann ganz kurz mal nach hinten greifen, die Flasche nehmen und einen Schluck mir genehmigen. So. Bin ich hydriert und weiter geht's. Da, so. Da die Fliesen drauf machen. Nice. Und zack und zack. So, dann knallorange Jumperplatten draufsetzen. Ja, oh, das mag ich. Das mag ich wirklich. So, zack und zack. Und das war's dann, sag ich mal, glaube ich, hier von dem Schritt schon gewesen. Ja, es schaut so aus. Lass mal ein kleines bisschen mehr komprimieren, damit es auch schön feste dran ist. Weil es ist, sag ich mal, ein sehr kleines Bild, aber es soll dann auch schön fest sein. So, noch mehr Fliesen hier hinten. Immer doch gerne. So, und jetzt basteln wir uns dann, glaube ich, die erste Art von Antriebsdingern hier zusammen. Könnte das sein? Yes, und das gleich dann zweimal direkt. So, da drauf. Dann einmal und zweimal. Dann die Rundfliesen zum Abschließen. Zack, zack. So, und die kommen dann, ach so, hier, dahinter dann drauf. Okay, die werden wirklich nur von einer Fliese gehalten. Ich hoffe mal, dass so ein bisschen was mehr dann drauf kommt.
Ich meine, wird es definitiv, aber ja. Momentan wird sie hier nur von einer Fließseite gehalten. Bisschen lose. Was ich natürlich jetzt im nächsten Arbeitsschritt dann wieder ein bisschen aufdröselt, weil dann kommt nochmal eine zweite Fliese drauf. Der hält es ein bisschen fester. So, zack, zack. Und jetzt haben wir noch einen Teil übrig. Okay. Das legen wir mal an die Seite. Später, würde ich sagen. Weil das war jetzt, glaube ich, alles gewesen, was wir jetzt hier dranhauen mussten. Warte mal, habe ich da auswählen, eins vergessen reinzupacken? Nee. Nee, das wird, glaube ich, leer bleiben, ne? Gucken wir erstmal ein paar Schritte mal zurück. Oh, nein, doch. Wollte ich schon sagen, da habe ich auch was vergessen reinzumachen. Ach, Mann. So, ich weiß, ich habe zwar einen Separator, aber wozu gibt es Fingernägel? Na, komm schon. Ich meine, passt vielleicht damit doch mit dem Separator ein bisschen besser. Ja. Nicht wirklich, nicht wirklich. So, nutzen wir doch mal, sag ich mal, das altbewährte Fingernägel rauspacken. Nee, habe ich das nämlich vergessen, hier reinzumachen noch. Habe ich mich schon gewundert. Warum haben wir einen Teil extra übrig? Das darf eigentlich nicht sein, aber sowas kann ja mal passieren. So. So, zack, zack. Jetzt ist es richtig, wie es sein sollte. Jetzt kommen wir noch mal ein bisschen vor. Da, 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 da. So. Das wäre, sag ich mal, jetzt der erste Beutel. So, Beutel Nummer 2. Komm mal ran. So, zwei kleine Tüten und eine große Tüte. Die machen wir dann doch mal auf hier. So, zack. Und zack. So. Ja, bleibt da runter. So, und Tüte Nummer 3. So. Tschüss, ungewolltes Plastik. Hallo, gewolltes Plastik. So. Da basteln wir erstmal hinten einen durchsichtigen Stein drauf. Und, oh, jetzt erweitern wir es nochmal um eine Ebene drumherum. Kann das sein? Oh, ja, nee, doch mal. Die obere dann. Ah, dann packen wir die erstmal hier kurz mal an die Seite hin. Zack. Du musst dann erstmal kurz auf Pause. Ah, ba, 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 ba. So. Dann machen wir dich erstmal jetzt zusammen. Weil du bist dann quasi an so die erste Etage quasi, wenn wir dann da drauf basteln. Vom Sternzerstörer. Bist du hellgrau oder dunkelgrau? Sieht nach hellgrau aus. Ja, ist hellgrau. So, zack, zack. Und jetzt machen wir uns nur noch mal die Seiten schön. Gut, das kriegen wir auch hin. So, zweimal Gitterelemente hinten dran. Zack, dann einmal die durchsichtigen klaren Fliesen. Und dann die dunkelgrauen, normalen Fliesen. Ja, einen habe ich schon. Wo ist denn die zweite? Da ist die zweite. So. Und zack und zack. So, nächster Schritt. Noch mehr verbessern und verschönern, damit es halt ästhetisch ausschaut. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. So, das abrunden. Ebenfalls abrunden. Ich kann meine Maus und einen Ticken mal an die Seite packen. Separator auch. So, dann Fliesen. Dreierfliesen. Joink. Und joink. So. Okay. Da. Einen nach vorne setzen, da kommt nochmal ein Gitterstück drauf. So, zack. Dann
Gitter. Gitter. Nochmal was Durchsichtiges und dann wiederum nochmal die normalen dunkelgrauen. So, zack, zack. Dann haben wir das fertig und das klatschen wir dann jetzt halt auf den eigentlichen Supersternzerstörer da drauf. Ja. So, sitzt, passt, wackelt, hat minimalst Luft. Ja, und das sollte dann, sag ich mal, auch erst bei den Triebwerken deutlich besser halten als vorher. Sehr gut. So, bauen wir jetzt darauf an oder noch was Separates? Nee, wir bauen weiter darauf drauf. Okay. So, eine große beige Stange reinkloppen und dann mehr von den, ja, visuell besser verbaubaren Teilen hier dann rein. So. Dann weiße Fliese, blaue Fliese, weiße Fliese. Ja, blaue Fliese nicht wirklich, aber halt Flügel. So. Da, 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 da. Ja, sieht recht gut aus, wie es sein sollte auf der Anleitung auch noch. So. Das Ding mal hier hinten drauf. Dann ein bisschen hier eine Treppe reinbasteln. Hier rein grün. Gerne doch. So. Den Block setzen wir da ein bisschen versetzt drauf mit den Jumpern. So, zack. So, aktuell übrigens Schritte 26 von. Wie viel müssen wir eigentlich noch hier machen? Gucken wir ganz kurz mal nach vorne. 216. Okay, da habe ich noch einiges dann zu basteln haben, aber ich schätze mal trotzdem heute ein bisschen früher fertig werden als normalerweise. Normalerweise hänge ich an den größeren Sets ja deutlich irgendwie, keine Ahnung, 4-5 Stunden oder so dran. Ich schätze mal, wie ich hier 2,5 Stunden maximal, die ich wahrscheinlich dann hier dann bringen werde noch. Aber gucken wir einfach mal. So. Jetzt soll ich hier etwas Separates hier zusammen basteln. Ja, und dort kriegen wir hin. Dort kriegen wir hin. So, transparent. Halbfliese. Und dich setzen wir dann hier drauf. Sie. Wahrscheinlich der nächste Schritt das gleiche, nur spiegelverkehrt. Jupp. Wer hätte das gedacht? So, zack, einmal kurz mal abmachen. Du bist ein bisschen im Weg. So, zack. Klare Fliese. Halbfliese bzw. Halbslope, je nachdem, wie man es, sag ich mal, genau nennt. Und das haben wir dann auf die andere Seite drauf. So, zack, zack. So, da, 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 da. Dann hier in die Ecken nochmal. Durchsichtigen Fliesen und dann hier nochmal. Weiter verjüngen. Nach vorne. Nice. Ah, ba, 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 ba. So, die Dinger in dunkelgrau. Hiermit. Wenn ich aber ehrlich, hätte man auch dafür eigentlich andere Fliesen nehmen können, als die, ja, die durchsichtigen, aber was soll's. Ich habe das Set nicht designt. Solange es am Schluss gut ausschaut, werde ich nicht sagen. Aber jetzt basteln wir was komplett anderes hier zusammen uns anscheinend. Okay. Ich meine, brauche ich jetzt schon halt quasi an die Abstufung zur Seite hinweg, kann das sein? Ganz kurz, das ist schon doch 30, 31. Ja, das könnte eventuell schon, sag ich mal, die Schräge sein dafür. So, die muss ich jetzt mal zusammenbasteln, die Gelenke. Na komm, zack, so. Ah, da, da, da. So, da machen wir Slope-Gitter, Gitter. Und was in Giftgrün doof. Sie.
So, das baust du bitte noch ein bisschen weiter hier aus. So, zack. So, Gitter. Zack und zack. Das machen wir gleich wahrscheinlich wieder mal spiegelverkehrt, aber ich lasse mich einfach mal überraschen. Der nächste Schritt heißt, mach's nochmal, du spiegelverkehrt. So, da. So, das dreimal. Zack, zack, zack. Na, komm schon, zweimal. Und ein drittes Mal. Ah, und das lassen wir dann quasi dann darauf dann ruhen. Wollte ich gerade sagen, ey. Ich habe es schon spiegelverkehrt geguckt gehabt, aber ich muss da vorne das auch dran machen. Na, mal da zurück. Da habe ich zu früh geguckt gehabt. So, das war nämlich schon richtig gewesen, ja. Dann kam aber das dahin und nicht auf der anderen Seite. Und das dann hier auf gelb. Beim nächsten Schritt müssen wir es nämlich umdrehen und da sah es ein bisschen anders aus. Aber ja, jetzt passt, jetzt stimmt es. Und dich ploppen wir dann einfach dann hier vorne rein. Gut. Das lenken wir dann ein bisschen an hier mit dem Teil noch, bis es passt. Ja. Hängt zwar ein bisschen wegen der Fliesen hier, aber muss ja auch ein bisschen im Spielraum sein. So, und jetzt wahrscheinlich. Genau, mach's nochmal, nur spiegelverkehrt. Wer hätte das gedacht? So, zack, zack. Joink. Und. Ja. Da merkt man die Qualität, dass es halt doch nicht die Original-Lego ist, dass es ein bisschen auseinander geht, wenn man halt nicht sofort richtig reindrückt. Aber ist es auch nicht so schlimm. Ich meine, Original-Lego-Teile sind jetzt auch nicht besser bei solchen Winkel- und Gelenksachen. So. Was gibt Grünes? Grausgitter. Grausgitter-Slope. Und dann können wir dasselbe Spiel wie gerade eben auch nochmal. Dann das andere Gitter. Was Gelbes. Was Gittriges. Was Gelbes. Und nochmal was Gelbes. So. So, du bist ja nicht doof. So. Da einmal. So, zack. Dann da dem Grün. Und hier beim letzten Gelben nochmal. Und dann dieselbe Chose wie gerade eben. Hier ausrichten, reinpacken und dann halt ein bisschen anwinkeln. Richtig drin. Ist auch gut angewinkelt. Wie gesagt, ein bisschen wackeln tut es aber wegen den Fliesen, da muss ja auch nur sein. Trotzdem hier wird es gut festgehalten am Schluss. So. Achso, jetzt passen wir quasi noch was, um es hinten festzuhalten. Ah, okay. Also da muss ich sagen, solange es halt intern gut verbaut und versteckt ist, habe ich bei solchen Tricks echt nichts zu meckern. Klar, ich bin es halt anders gewohnt, weil ich bin halt wirklich mit den uralt Lego-System-Sets halt aufgewachsen, habe die hier zusammengebaut, bastelt gehabt. Wenn es da hieß, ja, passt nicht. Also auseinandernehmen, wieder neu machen. Nehmen, was man kriegen kann. Fingernägel, Zähne, ja, Nagelfeilen. Oder wenn du, sag ich mal, auch mal die ganz uralt Separatoren hattest in Grau. Die waren eigentlich nicht so gut gewesen. So, Flo Matthias, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Hallöchen und willkommen zurück.
Wie du siehst, heute keine Pac-Man Arcade Machine, sondern etwas Star Wars-lastiges. Und ich bin schon mal recht gut dabei. Es sieht zwar momentan aus wie, ja, hätte ich ein Papagei in was Graues gequetscht, aber es wird, es wird. Und was es werden sollte, sieht man ja in der Videobeschreibung, den Supersternzerstörer von Star Wars, beziehungsweise Lego Star Wars. Und ich bin momentan recht gut dabei, würde ich sagen. So, aber jetzt kommt die ganze Spitze, die wir anscheinend hier zusammen basteln müssen für das Teil. Ja. So, das ist wieder eine hellgraue. So, zack. So, dunkelgrau und dann Fliese, Fliese. Ja, Star Wars sind gute Teile, die mich schüttelt ist. Ja. Ich meine, ich kenne ja noch die ersten Star Wars Sets, die wie ich komplett nur grau und grau waren. Es war nett, die zusammenzubasteln. Manchmal ein bisschen tricky. Aber ja, ich meine, jetzt haben wir halt dieselben Sets, die halt komplett außen grau sind, aber innen drin halt aussehen wie so ein Papagei, der irgendwie reingepancaked. Trotzdem, also. Solange es wirklich intern verbaut ist und es einfach ist, wieder zum Zusammenbasteln, kein Problem. Aber wenn da wirklich nur ein Teil irgendwann rausschimmern sollte, dann. Ach nee. Aber wie gesagt, bis jetzt bei dem Set muss ich sagen, schaut es noch gut aus. Alles, was grau sein sollte, ist grau. Alles, was bunt ist, ist bunt, aber halt schön innen drin versteckt. Ein Einhorn hat sich drüber gegeben. Ja, ich würde jetzt nicht sagen Einhorn, aber es sieht da wirklich aus, als hätte so ein Papagei irgendwie da reingequetscht. Ja, sehr viel grün, sehr viel gelb, sehr viel rot. Ja, ja, ich würde eher sagen Papagei. Ich sag dazu nur Pink Fluffy Unicorn. Ja, ja. Ich meine, das wäre was, wenn das Innenleben komplett nur aus pinken Pastellgestühlen bestehen würde. Ich meine, es gibt definitiv die Fans dafür, die sagen würden, oh cool, dann baue ich es halt genauso bunt wie außenrum weiter. Aber, ja, nee, danke. So. Ich meine, das erinnert mich auch daran, es gibt ja das Playhouse-Set vom Todesstern. Mit Figuren und alles. Und da haben sie ja mittlerweile auch halt hier das mit so einem Disney-Princess-Nachmacher halt irgendwie gemacht. Oh mein Gott, das Ding ist Augenkrebs. Absolut. So, ach ja, die 10-Stunden-Version, ach ja. Ach, hast du schon rausgehört, was es ist? Ich wusste nämlich nicht, was ich jetzt irgendwie copyright-freies reinhämmern kann, was irgendwie, ja, nette Hintergrundberauschung ist. Weil alles von Star Wars ist ja halt, ja, sofort Copyright-Claim und dann kann ich dann meinen Stream sofort vergessen. Deswegen gibt es jetzt irgendwie 10 Stunden lang Millennium Falke fliegt durch die Galaxie ASMR-Hintergrundgeräusche. So, das ist copyright-frei und da sollte sich auch keiner irgendwie drüber aufregen. So, zack. Dann schwarzer Jumper drauf. Ah, dann machen wir das hier ein bisschen rund. So. Dann machen wir ein bisschen hier das verlängern. Schwarze Fliese. Oh, natürlich habe ich jetzt schon wieder was ein bisschen vorgegriffen. Ach man. Ne, die 10-Stunden-Version von Pink Fluffy Unicorn, da kommen Erinnerungen hoch. Hab mal versucht mit einem Comedy durchzuschauen, hab nur 10 Minuten abgegeben. Also, ja. Danke, jetzt habe ich auch schon wieder den Song im Kopf. Pink Fluffy Unicorn, Dancing on Rainbows. Na 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 na. Oh Gott. Ah, mein Hirn. Ne, weil die muss nicht nur einer hinten. Jetzt habe ich die ein bisschen zu weit nach vorne geschoben hier. Ach Mann. Habe ich da jetzt noch. Fingernagel dafür, da muss ich einen Separator benutzen. Ja. Leider schon. Und auch wenn ich nur ungern benutze, ja, es ist eine gute Idee gewesen, so ein Ding zu konzipieren und auch mit den Jahren zu verbessern. So, weil da kommt nämlich noch halt hier dieser schwarze Goldbarrenblock dazwischen. So, zack. Zack. Und
Dann erst der hier nämlich, die Fliese. Und auf der Rückseite. So, zack und zack, die beiden. So, die kloppen wir dann zusammen. Und ja. Das ist jetzt die komplette Länge vom Supersternzerstörer und ich muss sagen, ja, das sind die 43 cm, wie man sie ja auch dann auch sehen kann, wenn sie auf dem Display stehen. Eine gute Größe. Eine gute Größe, muss ich sagen. Auch wenn man von den Teilen irgendwann genug hat. Ja, ich meine, jetzt alleine bei dem Set habe ich wieder eins mit dabei bekommen. Bei dem zweiten Set, was hier mit der Blume liegt, ist noch einer dabei. Das dritte Set, was unterwegs ist, auch noch wieder. Also, ich habe davon mehr als genug. Ich weiß aber, irgendwann kann man sich daraus einen sehr schönen DVD-Blu-ray-Ständer irgendwie basteln mit. Also, ja, ich brauche noch ein paar weitere Technikteile und dann, keine Ahnung, packe ich mir das Ding in meinen Schrank rein. So, warte mal, das ist jetzt erstmal fertig. Yes. Tüte 3. Tüte 3, ja. Gut. Kurz erstmal hier auf die Seite. Wir hauen Tüte 3 auf. Es kommt nicht auf die Größe an, sondern die Breite und die Technik. Ja. Und gegebenenfalls auch auf die Tiefe. Weil was war es nochmal gewesen? Bei dem hier war es, glaube ich, Länge 43, Breite 18, Höhe 14 cm. Ja, ich rede vom Lego-Set. aber ja. Wenn es ist, was ist, was ich genug habe, dann will ich halt die ganzen Referator-Dinger. Sei es das Original, sei es nachmache. Ich habe es echt nicht mehr gezählt. Ich habe irgendwie einen zweistelligen Bereich. Keine Ahnung, 20, 26, ich weiß es nicht. Zu viele mittlerweile. Aber es ist immerhin gerade mit dabei, also. Was soll's. So. Auch ein. Dunkelgrauen Vierer. So, du nämlich aber auf die Rückseite gedreht, nice. So, ich finde mega gut, dass wir beide uns direkt verstehen und nur von Lego reden und nicht über das andere. Genau, ja. Na, wie lange ist denn deiner? 43. Und die Anzahl der Technikelemente, die verbaut ist, ist wenig. Meisten Sachen System und Fliesen. Oh. Das ist auch so ein Trend, den ich mittlerweile bei vielen Sets auch bemerkt habe. Die gehen wirklich komplett apeshit, was halt Fliesen angeht. Weil früher waren Lego-Sets, oh warte mal andersrum, waren Lego-Sets ja mehr so bedacht mit so, ja okay, wenn es halt ein bisschen eckig, ein bisschen ja baubarer aussieht an den Ecken, wie zum Beispiel jetzt aktuell bei hier Blue Bricks, Mega Blocks und sowas, was ich jetzt nicht so toll finde, war es ja auch nicht so schlimm. Weil die Modelle waren halt damals so konzipiert, hey, wir haben Steine, wir machen jetzt extra keine neuen Molds, was können wir damit anfangen? Und ja, die haben halt improvisiert, die haben halt gemacht, die haben halt getan. Und dann kamen halt recht interessante Sachen raus, die vielleicht mal ein bisschen blockiger waren, als man es gerne hätte, aber trotzdem, sie sahen halt gut aus. Aber heutzutage ist halt mittlerweile so, du hast halt Sets, die sind halt komplett bebaut und sag ich mal ummantelt mit Fliesen, was auch sehr, sehr gut ist. Aber ja, also, ich weiß nicht, also es ist. Mittlerweile ist halt Lego, was das angeht, auch wirklich mehr so zu einer Art Display- und Deko-Sache halt geworden. Ich meine, wir reden über Lego, ne? Aber ja, halt dieser Aspekt von bau einfach, was du willst und hab deinen Spaß dran. Ja, da brauchst du schon halt diese Creative Sets oder diese Bau 1 von 3 Sachen. Um da was zu haben, wo du sag ich mal, einfach nur basteln kannst, wild drumherum was machen kannst und fertig und dann war's das. Ich meine, jetzt hier mit den Sachen, klar, du kannst alles hier raus bauen, was du willst, aber. Du wirst so viele Fliesen übrig haben. So viele Fliesen. Obwohl ich ja ehrlich bin, eine Sache hat mich immer sehr fasziniert gehabt. Ein Typ, der sich aus einem. Oh Gott, war das aus einem Millennium Falcon AT-AT gebaut hatte? Oder aus dem AT-AT Millennium Falcon? Ich bin mir nicht mal ganz sicher, welches gewesen ist. Weil da gab es wohl irgendwie eine große Überschneidung von Teilen und man konnte das Ding zumindest halt außen von der Hülle halt irgendwie komplett nachbauen. Von beiden Sets. Aber ich meine, es war, glaube ich, ein AT-AT zu Millennium Falcon? Oder Millennium Falcon zu AT-AT? Eigentlich Millennium Falcon zu AT-AT war es, glaube ich, gewesen, weil der hat weniger Teile als Millennium Falcon, aber wie gesagt, Lego mittlerweile,
Bau das, was in der Anleitung steht. Keine B-Typ-Modelle, wo du, keine Ahnung, zwei Sachen zusammenbauen kannst und dann hast du was Größeres und was anderes daraus. Nein, bau das, was du dir liegen hast und das war's. Keine Fehlermarge, keine eigene Kreativität, mach einfach. So, das andere habe ich eh nicht in meinem Leben, man soll es nicht glauben, aber nicht viele Frauen kann man mit Lego gewinnen. Wie gesagt, also ich kenne einige Frauen, die sind auch interessiert an Lego und an Klemmbausteinen. Also es ist recht wenig, es ist jetzt nicht groß weit verbreitet, aber es ist zumindest ein Thema, über das man reden könnte, ne? So, ich finde es schade, dass der Bau zum fertigen Set vereinfacht werden und nichts Kompliziertes oder schöne Bautechniken kommen. Klar sieht es am Ende schön aus, aber der Weg macht Spaß zum Set, ja. Oder zumeist, ja. Ja, also, wie gesagt, es ist halt damals gewesen, du hattest halt Sets gehabt, du hast halt immer noch so eine Art quasi B-Seite gehabt, um noch was zusammen zu basteln. Und das vermisse ich halt mittlerweile. Es ist mittlerweile wirklich nur so, drauf hier, ja, bau das und dann sei zufrieden mit. Ja, okay, gut. Weil viele Technik-Sets von früher hatten halt wirklich auch hier so einen Tiefpilz gehabt. Du konntest da mit einem Set, was du hattest, die, keine Ahnung, zwei, drei verschiedene Sachen rausbauen mit denselben Teilen in derselben Anleitung. Und heutzutage ist es so, hey, du willst irgendwas anderes basteln oder bauen daraus? Ja, kauf mal, weiß ich nicht, zwei, drei andere Sets und dann viel Spaß. So, Maria, eine Freundin von uns beschäftigt sich nur mit Lego. Ja, die macht auch sogar hier halt hier Stop-Motion-Klemmbausteinfilme. Und ihre Butze ist voll mit Lego. So viel Lego. Oh mein Gott. Ja, ich meine, ein Himmel auf Erden, ja, aber du musst wirklich auch aufpassen, wo du hingehst. Ein falscher Schritt und du haust, keine Ahnung, Zeug um bis zum geht nicht mehr. So. Komm schon, Automod. Du hast eine Nachricht zurückgehalten, weil er fucking geschrieben hat? Erlauben wir das mal. So. Was richtig Spaß gemacht hat zu bauen, war der Fuchsbau von Harry Potter, weil der fucking crazy aussieht. Ja, Automod mag mich nicht, ja. Du hast ein böses No-No-Wort geschrieben, ja. Ich meine, stimmt, war Maria, war nicht letztens, wo du zu Alexa was geschrieben hattest, irgendwie Arsch zensiert? Wo ich mir denke, warum? Ach Mann. Twitch, sehe ich doch. Nimm das alles nicht so ernst hier, Gott. Ich meine, ich habe ja Automod bei mir sogar auf die geringste Stufe, glaube ich, sogar noch gestellt. Also calm down, Automod, calm down. Aber nee, wie gesagt, also. Es sind halt mittlerweile diese Sets, wo du halt nichts anderes halt mitbauen kannst. Keine Alternativsets, keine Ahnung, bau mehrere Alternativen aus so einem Set zusammen. Außer du hast halt diese eins von drei Creative Sets, wo du halt Sachen rausbauen kannst. Was ich aber auch sehr schade finde, weil du kannst ja wirklich nur eine Sache davon bauen. Du kannst zwar drei Sachen basteln, aber immer nur eine auf einmal. Das finde ich ein bisschen schade. Wenn du alle drei auf einmal bauen könntest, super. Aber leider nicht drin. Was mich auch extrem angekotzt hat, als die diese Pixel-Bilderrahmen-Module rausgebracht haben, wo du halt irgendwie, keine Ahnung, für 120 Euro für so ein Ding hinlegen musst, um halt ein Motiv zu bauen. Ja, also ihr könnt aber auch noch größere Motive davon bauen. Kauft einfach mal zwei weitere Sets. Klar, ich gebe gerne irgendwie 360 Euro aus, um halt irgendwie so 40 mal 1,20 Meter irgendwie zu haben. Keine Ahnung, was das, glaube ich, ist. 40 mal 40 waren, glaube ich, normal. Ja, 40 mal 1,20 sind es, glaube ich, dann, wenn ich richtig jetzt gerechnet habe. Ja, müsste eigentlich auch. Ja, schön und gut, aber es sind einfach nur Basistechnikplatten hinten, ein paar Bilderrahmenaufhänger, Spezialteile und dann halt Dots über Dots über Dots. Und die sind halt in der Marge extrem billig zu produzieren. Also keine Ahnung, 1000 Dots, die kriegst du für, weiß ich nicht, 5, 6 Euro. Also, dass sie da so extrem dann reinhauen mit den Preisen für sowas, nee. Wenn sie einfach sagen können, ja, keine Ahnung, bezahl 120 Euro und dann hast du das halt für alles, ja, kein Ding, aber nee. Das ist, sag ich mal, sehr, sehr happig dann. So. Warum soll ich dich umdrehen? Du bist doch schon. Warum soll ich dich umdrehen, hä? Ne? Ach so, ah. Nicht so, sondern so. Ja, das sieht man doch.
eine Anleitung und auch hier im echten. Also, ach komm schon, Nico. Also, so blöd sind die Leute auch nicht wieder, die Sachen zusammenbauen, ja. Aber anscheinend müssen sie es halt dann so machen, dass halt jeder Depp das irgendwie hinkriegt. Rotiere es um 45 Grad. Okay, 90 sind es eigentlich, aber. Ach man. Wenn Automod mal den Zusammenhang der Wörter sehen würde und nicht das Wort an sich. Die erste Reporterei, da konntest du Hogwarts leicht umbauen. Ja, vor allem hattest du auch noch genug Teile gehabt, um das auch noch selbstständig zu machen. Ich weiß noch, die recht frühen Systembuilds, die quasi dann später zur Technik halt geworden sind, da konntest du ja auch machen, was du wolltest mit. Konntest du aus einem Set konntest du wie drei Sachen dann zusammenbauen und halt alles gleichzeitig, nicht hintereinander, gleichzeitig. Und jetzt heute sage ich halt so, wie du willst mehr als eine Sache aus dem Set bauen, ja, kaufst dreimal. Hatte ich auch gemerkt gehabt bei diesem Trockenblumenkranz, den ich halt Kalle geschenkt hatte. Es gibt ein so ein Ding, das kannst du zusammenbasteln. Du kannst aber daraus auch, keine Ahnung, aus zwei ein Viereck machen oder aus dreien quasi so einen ganzen Kranz. Ja, wäre perfekt. Aber ich gebe doch nicht die, keine Ahnung, was waren das Gefühl, glaube ich, irgendwie 40, 50 Euro für ein Ding. 150 Euro aus, um dann nur also so einen Herbstkranz dann zu haben? Nee! Viel zu verteuert. Ah, das waren Zeiten, wir sind alle Boomer. Ah, ja. Erinnerst du dich noch damals? Da war Lego zwar teuer, aber du konntest noch was draus basteln. Und die Figuren sahen einigermaßen scheiße aus, aber ja, das war ihr egal. Das Set war das, was Wichtigste war. Jetzt heutzutage, wie? Minifiguren sind da drin? Ja, Hälfte des Sets wert. Ja, danke. So. Ich habe übrigens mal nachgeguckt gehabt, nochmal. Das Interesse an dem Super. Sternzerstörer schon. An dem Venator-Kreuzer in der Collectors-Edition steht ja immer noch bei mir. Klar, erstmal 650 Euro. Wo soll ich das Geld hernehmen? Plus halt. Warte mal. Mal den hier. Da passt drin. Und klar, wohin damit? Weil das Ding ist fucking gigantisch. Aber ja, mittlerweile die Nachmachvariante davon über AliExpress zum Vorordern 200 Euro. Und die sind momentan ja noch nicht halt ja, verkauft. Also, es ist Vorverkauf, muss natürlich nicht dazu sagen. Klar, es ist Vorverkauf, weil das eigentliche Originalset ist jetzt erst rausgekommen. Die brauchen ja erstmal eine Zeit, um halt die Sachen halt nachzubauen und halt hier nachzujustieren, wenn irgendwelche Steine halt irgendwie fehlen, Special-Steine mal zu drucken etc. Das dauert halt eine Weile. Also das Nachbauset wäre erst, glaube ich, irgendwie Dezember irgendwie halt versendbar und verkaufbar wirklich. Und du bestellst es quasi halt vor. Trotzdem, 200 Euro im Vergleich zu 650 Euro ist schon eine ganze Menge. Und ich weiß ja bei sowas, der Preis wird noch weiter sinken. Weil Beispiel jetzt bei der Lego Arcade Machine. Als die Nachmache rausgekommen ist, 120 Euro. Jetzt mittlerweile 70. Also die Preise für Klemmbaustein-Alternativen, die fallen hundertprozentig. Für Original-Lego? Nie. Gefühlt nie. Also du hast halt, ja, nochmal so allerletzten End-of-Life-Sonder-Sale oder keine Ahnung, irgendwelche andere Sachen über Amazon, wo nochmal ein paar Prozent rausgehauen werden, aber sonst so, ja, nee. Nicht wirklich drin. So, damals war das Lego noch Usural und das hat, und hat uns geschadet. Nee. Nee. Damals waren wir halt noch anders drauf. Wir haben gesehen, Lego, da muss man spielen. Man muss es nicht nur ins Regal stellen, man muss man spielen. Heutzutage ist es halt wirklich so, okay, ich stell's mir ins Regal rein. Weil du auch mit den Sets, die ich mir hole, du kannst halt nicht wirklich damit spielen. Weil manche haben halt ein bisschen was hier an Effekten drin und ein bisschen Features, aber. Das ist halt wirklich halt mehr mittlerweile auch Deko geworden. Trotzdem, ich finde es sehr gut, dass halt die Spielsparte nicht ganz ausgestorben ist, dass da immer noch was halt dran ist, aber mittlerweile Lego ist halt wirklich einfach noch zu einem großen Teil halt der Deko geworden. Ist leider so. Ja, sehr selten, ja. So. Oh Gott, so ein
So ein Ziegelteil habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen gehabt. Für Eckabrundungen. Ah. So. Du kommst hier vorne drin. Ja, bleib da drauf. So, und dich klaut man dann jetzt irgendwie dann hier rein. Einmal umdrehen und hier dann drauf. Ja. Ach, du bist. Ah! Oh, oh, okay, ja. Ja, jetzt sehe ich, was es werden. Bist ganz da hinten dran? Cool, okay, das sind also noch ein Ticken länger als gedacht. Okay! Das Ding wird doch noch ein Ticken länger, als ich jetzt erwartet hatte. Aber ja, wir müssen noch ein paar was hier dran kloppen. Also, erstmal nochmal kurz abwarten. So, zack. 600 Venator, da lache ich, die habe ich als Kind selber gebaut mit dem City-Containerschiff, ja. Ich weiß damals noch, glaube ich, das. Oh Gott, was war das damals? Das teuerste Set, was ich mir mal geholt hatte. Das waren, glaube ich, 300 D-Mark. Ja, 300 D-Mark war es mal gewesen. Und ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, was es gewesen ist. Das war irgendwas von den Weltraumsets. Ich meine. Das war dieses Weltraumset mit der Monorail. Das würde, sag ich mal, jetzt Leuten, die keine Ahnung haben, wovon ich rede, nichts sagen, aber Leute, die halt Ahnung davon haben, die wissen, welches Set ich genau meine. Das war eins mit der ersten, sag ich mal, den größten Basisplatten mit Effekt, beziehungsweise mit halt Tiefe und halt Höhen drauf. Und hat eins der ersten, ja, nicht wirklich, ja, Zugelemente bei einem Nicht-Zugelement-Set. Und das war, sag ich mal, damals schon irgendwie 300 D-Mark gewesen und ja, das war eine Menge. Und heute so, ja, weiß ich nicht, willst du das Set haben? Ja, kauf, keine Ahnung, 600 Euro, 800 Euro, 1000 Euro. Ist ja nur Plastik, ne? Nee, also. Es ist ja auch einfach nur unfair, weil du kaufst ja im Grunde einfach nur wegen den Franchise-Rechten die Scheiße halt so teuer ein. Und muss dafür so viel bezahlen. Für die Sets an sich, die sind vielleicht irgendwie maximal ein Drittel oder halt irgendwie die Hälfte wert von dem, was sie eigentlich sein sollten. Und ja, es sieht wirklich aus, als hättest du keine Ahnung, hier so ein Dolch in der Hand. So, das ist jetzt hier drauf und dran. Und jetzt bauen wir hier nochmal ein bisschen was dann weiter aus. Gut, was schreibst du gerade noch weiter? Und in meinem Venator hat ein Y-Wing und zwei Kanonenboote reingepasst. Kanonenboote waren Custom aus Zugwaggonsplatten, also viel kleiner. Ja. Das ist ja auch noch so eine Sache. Sets, die du quasi mit anderen Sets kombinieren konntest, die quasi Mini-Builds in sich drin hatten. Ach, nee. Ich meine, heutzutage muss ja mittlerweile halt irgendwie. Hallöchen. Raus im Hintergrund. Musst du jetzt quasi, sag ich mal, ich bangen, dass du halt ein Set hast, wo doch, keine Ahnung, Minifiguren überhaupt reinsetzbar sind. So, zack. Das ist auch nicht mehr so ein Garant, dass du halt ein Set hast mit Minifiguren, wo dann, sag ich mal, die Minifiguren auch wirklich noch reinpassen. Also auch ganz wild, die ganzen Sachen da. So, dunkelgrau und dann. Einfach nur einen Jumper hier vorne drauf. Yes. So, kurz Küche, bevor die Lasagne verbrennt. Ja, kein Ding. Das Sahne ist wichtig. Und Kohle mag keiner als Futter. So, Jumperplatte. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das war alles bei dem Schritt. So. Dann machen wir das hier nochmal ein bisschen schöner. Zack, zack, zack. Ah, oh, jetzt ein bisschen quetschen hier. Ob das alles auch dann passt, wie es sollte. So. Und ich glaube, was jetzt kommt, ist, glaube ich, so ein kleines Easter Egg, was da reingebaut werden muss. Ja. Gucken wir ganz kurz hier. So. Welche bist du denn jetzt? Bist du
Das müssen die silbernen sein. Ja, das sind die silbernen. So. Zack. Weil das ist hier nämlich so ein kleines Easter Egg, was da reingebaut worden ist, was ich sehr nice finde. Und zwar Episode 5, Beckett's Dicht, die Szene, wo Darth Vader halt den Kopfgeldjäger auf der Executor sagt dann so, hey, ich muss diesen Millennium-Falken finden aus Gründen. Und Zora fährt dann einfach nur rein, dann so, keine Disintegration dieses Mal. Hm, okay. Und das ist quasi so ein Mini-Mikro-Diorama davon. Obwohl ich ganz ehrlich sein soll, soll das dann Vader sein? Weil der ist komplett nur Metallic. Also eigentlich müsste eigentlich komplett schwarz sein, aber naja, ich habe jetzt keinen schwarzen Teil jetzt hier bei, bei den Stats. Ist auch nicht so wild. Deswegen, ich schätze einfach mal, das wird dann wahrscheinlich Vader sein. I don't know. Oder warte mal. Das ist eigentlich jetzt die Sache. Die Farben sind halt nicht nur, weil es halt ein Nachbau ist, sondern auch allgemein ein bisschen sehr schlecht zu unifizieren. Aber das könnte doch eher halt hier dunkelschwarz sein. Warte mal. Doch, warte mal, davon gibt es 4. Doch. Dann ist das dann doch. Ja. Ja, dunkelschwarz, erstmal dunkelgrau metallic ist es. Dann ist das dann wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich Vader. Und jetzt muss ich mal gucken. Krieg ich das jetzt noch zusammen, wer wer ist? So. Das müsste eigentlich recht simpel sein. Das müsste Bosk sein. So, zack. So. Das würde ich mal sagen, ist wahrscheinlich Dengar. Wegen halt dem Klo-Ding. Klolappen auf dem Kopf. So. Zack und Metallic. Das würde ich sagen, das müsste dann eigentlich Jango Fett sein. Jango Fett ist eigentlich schon Boba Fett sein. Ja. Das könnte Suckes sein. Glaube ich. Weil Forlom und ja, IG-88 sind ja im Grunde halt irgendwie nur hier ein Pellet-Tausch eigentlich. So, zack, zack. Da weiß ich jetzt nicht gerade, welcher jetzt wer ist. Aber ich schätze mal, wahrscheinlich das ist dann irgendwie. Oh doch, wenn das Suckes ist, dann müsste das eigentlich vor Lom sein. Und das dann IG-88? I don't know. Help, es ist Mikroscale. Ich kann nur bestimmte Farbkombinationen erkennen. Wenn es 4 wären, dann wäre es nicht so schlimm. Aber mit 2 irgendwie so, ja, keine Ahnung. Ach, auf jeden Fall halt. Das sind halt die Kopfjäger und Darth Vader. Halt im Mikro-Scale-Format nochmal als kleines Easter Egg damit eingebaut. Das finde ich nochmal recht nice. Und ja, werden wir, sag ich mal, das Easter Egg dann hier quasi halt reingehämmert haben. Tüte Nummer 4. Jo. Das geht schon mal recht gut voran. Ich sehe auf die Uhr 1 Stunde. Oh ja, also definitiv. Ich glaube, das wird eh eine Sache von irgendwie 2 Stunden. Unter 2 Stunden werden wahrscheinlich. Und dann muss ich mal schauen, entweder dann im Anschluss nochmal die Paradiesvogelblume dann basteln. Oder halt erst morgen. Ich habe ja heute extra ein bisschen später mal angefangen gehabt, um 20 Uhr regulär, weil ja, jetzt um 19 Uhr anfangen, da wäre ich um 21 Uhr schon durch gewesen. Das hätte sich nicht so gut gehabt. So, wieder da. Hallo. Ich hatte übrigens gerade mal erklärt und gesehen gehabt, das kleine Microscale Easter Egg, was wir hier haben, mit Darth Vader und sämtlichen Kopfgeldjägern an Bord. Obwohl ich bis jetzt immer noch nicht ganz weiß, ob das jetzt hier vor Lom ist und das IG-88.
Weil, wie gesagt, einer davon müsste definitiv IG-88A sein, weil zu dem Zeitpunkt waren, glaube ich, irgendwie B, C und D schon zerstört. Nein, warte mal. Ich weiß, einer war zerstört. Einer war, glaube ich, vermisst. Der andere hatte dann immer noch seine ganzen Kopfgeldjäger-Sachen weitergemacht gehabt und ein anderer hatte sich da, glaube ich, irgendwie in den Bordcomputer, in den Zentralcomputer vom Todesstern 2 eingeschleust. I don't know. Auf jeden Fall halt Mikro-Scale-Diorama, nice Easter Egg, nice Sache. So, mit einer Menge Fantasie kann das alles sein, was du willst. Ja, aber wie gesagt, es ist halt ein Easter Egg. Und ich bin halt. Bei zwei bin ich mir halt unsicher, welches wer ist. Bei den anderen vier weiß ich die Farbkombination, das macht alles Sinn. Das kommt irgendwie hin, aber wie gesagt, bei den beiden, ich habe keine Ahnung. Es sind beides Androiden, beziehungsweise Droiden. Also. Irgendwas wird schon passen. So. Da. So, zack. Dann dunkelgrau drauf. Dann hier weiß in der Länge. So, zack. Flügel, Flügel. Flatter, flatter. Dann durchsichtige Stats. So. Hätte man dann nicht die ganz kleinen Figuren nehmen können oder passen die nachher nicht? Nee, also es ist ja wirklich nur extremes Mikro-Scale-Format, halt so mit zwei Stats übereinander, die jetzt, sag ich mal, so das Farbschema halt hergeben. Also da irgendwas hier halt reinklemmen an Minifiguren, das hätte nicht gepasst. Also ich glaube, selbst bei dem richtigen Supersternzerstörer gab es, glaube ich, halt so ein kleines Kompartiment, was du aufmachen konntest. Genauso wie beim normalen, auch normalen Sternzerstörer, wo, sag ich mal, so gerade die Figuren reingepasst haben mit ein bisschen Kulisse. Also, das ist, sag ich mal, recht ein nice Easter Egg, aber halt irgendwie hier wirklich was machen mit Figuren, das wäre nicht möglich gewesen in dem Format. Weil selbst bei den Großen haben sie es halt nicht wirklich geschafft, das gut umzusetzen. So, das ist jetzt hier drin. Dann. So, den im Beige nochmal draufkloppen. So. Zack. Da. So. Durchsichtig. Dann hier mal links und rechts drauf. Yep. Und zwei Fliesen. In durchsichtig einmal hier drauf. Ich frage mich echt, ob die das extra mit Absicht gemacht haben, mit den durchsichtigen Fliesen, als halt diese Zwischen-Mini-Kompartements, um das irgendwie halt ein bisschen zu differenzieren zwischen einzelnen Segmenten, oder ob sie einfach nur halt zu viel von dem, ja, durchsichtigen Stuff noch hatten in der Presse. Du weißt doch, welche kleinen Figuren ich meine, oder? Du meinst hier diese, ja, wie nennt man die jetzt nochmal? Die mit den halt kürzeren Torsos, kürzeren Beinen, quasi halt hier, ja, ich weiß nicht ganz genau, wie die heißen, aber das sind auch die Sets, die damals, beziehungsweise die Figuren, die damals eingeführt worden sind bei Star Wars, auch halt hier mit Yoda und mit Anakin, mit den kleineren Formaten. Nee, noch kleiner? Noch kleiner als die? Ach, oder meinst du hier diese, Gott, das sind doch diese Teile, die benutzen die meistens halt für Pokale oder sowas. Das hatten ja auch mit diesen kleinen Weltraum-Leuten mal gemacht gehabt. Ich glaube, die meinst du, ne? Vom Hogwarts-Schloss, die kleinen. Ja, ich glaube, die meinst du. Die hatten mehr so wie kleine Statuetten sind. Nee, hätte euch auch nicht reingepasst. Du hast ja wie ich halt nur zwei Stats übereinander. Ich kann mal ganz kurz nochmal hier, warte mal, rausnehmen. Das ist ja wirklich die Maximalgröße, die hier reinpasst. Das sind zwei Stats übereinander. Mehr passt da nicht. Also irgendwas hier so Trophäen, Minifiguren, Statuenformat reinpacken. Nee, das wird nicht gepasst. So. Achso, da hinten bauen wir jetzt hier nochmal an. So. Zack. Ich mal einen Ticken mal nach vorne. Okay, was wer sieht. Wie sind die größer, die kleinen Dinger?
Ich glaube, von Faktor halt irgendwie 3 Steine hoch, glaube ich. Und das hier sind nur 2 Steine. Soweit ich weiß. Ich weiß, ich habe die bei meinem Lego ISS-Set auch irgendwie verbaut. Diese kleinen Mini-Astronauten-Statuen. Ja, aber ich schätze mal, es wird auch alles wahrscheinlich dann gleich, wie ich darauf auch dann irgendwie halt dann zugemacht. Also ich schätze mal, wirklich nur 2 Stats hoch. Mehr Platz ist dann da nicht. Er schreibt auch gerade hier, kommt drauf an, wie hoch der Deckel ist, der drüber kommt. Ich schätze mal, es wird nicht einfach dann halt hier mit geschlossen werden, dass es halt wirklich dann komplett dann eingeschlossen ist. Also kein Spielraum mehr. Aber werde ich ja dann gleich mal sehen, wenn ich noch weitergebaut habe. Man eventuell noch was hätte an Platz gehabt oder halt nicht. So, So, dann brauche ich wieder was Durchsichtiges. Zack. Rapp. So, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? So, das runde Ding kommt hier hinten drauf. So, hellgrau einmal. Dann ein paar Flügelteile. In dunkelgrau. Hallöchen, Flügelteile. So, zack, zack. So, da nochmal. Nur ein Barren. Okay. Dann kann ich Lego wieder für was anprangern. Ja. Können wir nachher testen, wenn du soweit ist und solche hast. Ja, ich glaube nicht, dass es halt passen würde. Aber wie gesagt, wenn es halt komplett zugedeckelt wird, dann passt es, sag ich mal, auch so schon. Okay. Interessant, wie das hier gerade von hinten irgendwie alles hier aufzäumen. Den Details, aber solange es passt, warum nicht? So. Da. So, zack, zack. So, dann 2 Slopes. Ja, das ist alles, was hier hin sollte. So, Fliese und die Dinger nochmal. So, das passt sehr nice ins Gitterstück rein gerade. So, ein bisschen mal fest nochmal ein. Drücken und komprimieren. Ach, soll ja alles auch passen. Aber ich muss sagen, vom Steine-Feeling her ist das auch recht gut. Also die Steine sind nicht zu stark zusammenhaltend. Eigentlich wäre mal ideal, wie sie halt sollten. Sind aber auch nicht zu lose. Also jetzt muss ich sagen, so Stein-Feeling ist ganz okay. So, Jumperplatte. Jumperplatte, da. So, einmal umdrehen. Drauftackern. Zack. So. Kurve, Kurve. Stat, Stat. Fliese, Fliese. So. Zack. Zack. So, zack, zack. So, ploppy plopp, dann ist das fertig. Muss mal schauen, ob ich noch Bilder von meiner Venator irgendwo habe. Kann ich ja dann mal zeigen. Ja, bei Zeiten mal gerne, falls sie noch existent sind. Ich bin ja mal gespannt, wie das dann hier am Schluss dann alles ausschauen wird, wenn ich mit dem hier fertig bin. Und dann muss ich sagen, komme ich recht gut voran und wir haben auch nur noch jetzt 2 Beutel da. Also, ich bin sehr, sehr fix von der Hand hier. Das Mini-Format. So, zack. Dann Slope und nochmal einen kleinen Grau. So, Gitter, Gitter. Gitter, was passen sollte. Ja, so.
Dann hier drauf. Einzelner Stat. Slope. So. Kannst mal gucken, bist du die richtige Art von Konnektor? Ja. So, der kommt mittig drauf. Ich muss ja sagen, ich war ja von dem Set schon damals, als es angeteasert worden ist, sehr fasziniert. Und ich wollte einfach nur mal wissen, wie es halt wirklich detailliert auf so einer recht kurzen Strecke halt dann sein kann. Weil ich hatte ja auch gesehen gehabt, der Original-Supersternzerstörer, die war halt wirklich fucking detailliert im Mittelbereich. Aber jetzt muss ich sagen, also was bis jetzt gebaut wird, kurz und knapp, aber es sieht schon mal recht gut aus und hat halt einen guten Effekt. Das sag ich mal, noch später sich dann so bewahrheiten tut, wenn es komplett alles ist, werden wir ja mal sehen. So, zack, zack. Ich meine, wir sind jetzt bei Schritt 98 von 216 war es, glaube ich. Aber ja, trotzdem, also dafür, dass ich echt nur noch zwei Beutel habe, es rennt, das Set. So, die zweimal und die nochmal zweimal, ja. Oh, warte mal, das brauche ich aber dann in dunkelgrau, ja. So, erstmal dunkelgrau dran, dann zack, zack. Und die Seite nach da eine offen. Yep. So, Dreier zweimal und dann die beiden hier. So, du kommst dann da drauf. Nee, was mir auch mal aufgefallen ist jetzt bei den moderneren Anleitungen, es ist zwar schön und gut, dass du halt dieses ganze bunte Innenleben hast, um mal besser zu basteln, aber das Highlighten von neuen Teilen sollte man vielleicht irgendwie ein bisschen besser halt hier visualisieren in den ganzen Set-Anleitungen mal wieder. Vor allem, wenn du auch wie ich halt sehr, sehr viel grau und grau hast bei sehr vielen Star Wars-Modellen zum Beispiel. Das wäre wirklich mal eine nice Sache. So, zack. Kommst dann einfach dann da hier drauf. Ja. Oh, das war ein schwieriger Arbeitsschritt. Zwei Steine bzw. drei Steine ineinander stecken. Oh Mann. Ah, so. Was denn hier? So, zack, zack. Dann den in hellgrau und nochmal einmal durchsichtig. Juck. So, zack, und dann den da drauf. So, viermal und einmal den hier. So, den einfach da drauf setzen. Und die dann hier rein. Ich muss sagen, bis jetzt so das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Teilen ich sehr gut ausgerechnet, muss ich sagen, und ausgemessen. Es passt und bringt strukturelle Integrität. Und es bringt Detail rein. Ha! Hat sich dabei wirklich jemand was Gutes gedacht? Theorie verhärtet sich, würde ich mal sagen. So, zack, zack. Dann vier von den Barren. So. Die Slopes dahin und die Barren an die Seite. So, was bastel ich jetzt hier gerade schönes zusammen? Da und der Drift hier, ja. So, Slope. Dann wird eine Slope mit Gitter. Ja, ist auch richtig rum, ne? Ja. So, dann einmal den hier und den Standardblock. Und ich packe dann einfach dann hier dann drauf.
Und du passt auch sehr gut rein. Also. Ich habe schon mal schlechte konzipierte Sets gesehen. Vom Detailgrad. Und von Steinen, die ineinander passen sollten, irgendwie. So, zack. Du bist dann, glaube ich, auch wieder halt ein anderes Segment, um halt einen Detailgrad reinzubringen, ne? So, Bahn an der Seite. Dann hier nochmal. Und dann Gitter, ja. Und du kommst dann einfach dann hier dann drauf, ne? Jupp. Das gefällt mir doch gar sehr, muss ich sagen. So, zack. Das mal von beiden Seiten. Ah, da, 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 da. Den hier, den hier. So, dann nochmal die letzten beiden Barrenelemente. Jetzt kommt einfach dann da drauf. So, und dann das wirklich allerletzte Segment, was hier reinpassen soll. Ah, ist der Stream nach dem Set vorbei oder gibt es dann noch ein Set oder wird dann was anderes gemacht? Da muss ich mal gucken. Also ich bin momentan noch unschlüssig, ob ich jetzt dann noch einen zweiten Stream dann starten werde oder halt nicht. Ich meine, ich hätte noch ein anderes Set da, aber ha. Ich wollte ja noch morgen was basteln und bauen. Ich muss gerade mal nachgucken. Hier ist noch eine Fliese übrig. Habe ich jetzt irgendwo vergessen, irgendwo reinzusetzen? Ich hoffe ja mal nicht. Schaut erstmal nicht danach aus. Und wenn, wäre es, glaube ich, auch nicht so schlimm, weil die Dinger werden ja eh verbaut, damit sie halt nicht mehr zu sehen sind. Aber. Lass uns mal durchscrollen, nochmal wieder die Anleitung. Ah, da, 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 nee, nee, nein, das war normaler Stein. Da auch nicht. Normaler Stein, nein. Normaler Stein, nein. Sofern ich die jetzt nicht irgendwo vergessen hatte reinzusetzen, was jetzt, glaube ich, nicht der Fall war, bleibt er übrig. So, das Ding wird aufgesetzt. Und wir packen ihn erstmal an der Seite. Ich meine, ich kann ja noch mal ganz kurz mal zum Anfang noch mal hier zurück scrollen, aber. Nee, Beutel 4. Das waren die, die ich da mitten drin verbaut hatte. Dann die Seite, beziehungsweise die vorne und die Seite. Ja, das waren 4. Dann kommt eine ganze Weile nichts mit den transparenten Steinen. Und dann war der Beutel auch leer. Nee. Das erste Teil, was zu viel ist, als Ersatzding bleibt übrig. Nice. So, Beutel Nummer 5. Auf geht's. Oh nee, muss ich mal gucken. Also, entweder mache ich noch einen weiteren Stream mit der Paradiesvogel, die ich jetzt hier habe. Oder ich mache den erst morgen. Weil, ich schätze mal, wenn ich jetzt hier fertig bin, dann bin ich wahrscheinlich doch wirklich unter 2 Stunden durch. Also das ist halt wirklich doch recht kurz und knapp gewesen. Aber ich entscheide einfach mal am Schluss von meinem Stream, was wir machen. Ob es dann noch weitergeht oder ob ich den Rest dann morgen mache. Weil ich weiß, die Paradiesvogelblume, die wird dann wahrscheinlich doch ein bisschen länger dauern. Nicht, weil sie deutlich komplizierter ist als das hier, das Set. Aber die Tütenanzahl ist ein bisschen blöd gehandhabt, weil hier habe ich ja recht viele Einzeltüten für irgendwie 6 gemeinsame Tüten. Und die Paradiesvogelblume hat, keine Ahnung, 12 Tüten insgesamt auf 2 aufgeteilt. Aber werden wir einfach mal sehen. So, was ich mega schade finde, das sage ich jetzt mal bei Lego-Sets, könnte man nicht umweltfreundliche Tüten machen, bei großen Sets ist das nicht geil, der Müll. Das ist ja eine tolle Sache.
Das haben sie ja versucht. Das haben sie ja versucht. Es sollten bei den ganzen hier Flower Collection Bouquet Sets, ich weiß nicht genau, wie die jetzt genau heißen, auf jeden Fall bei den ganzen Blumensets, die sie jetzt rausgebracht haben. In Papiertüten und so, genau. Da haben sie ja versucht. Da haben sie ja testweise halt hier wo Sets mit Papierbeuteln rausgebracht. Problem war nur, niemand hat die bekommen. Also nicht die Sets, sondern die Sets mit den Papierbeuteln drin. Anscheinend gab es die wohl. Es hatten auch wohl einige Leute, die es halt irgendwie reviewt hatten, auch mal diese Papierdinger drin gehabt. Aber der Standard 0815 Lego-Benutzer und Bauer und Bastler hat die halt nie gesehen. Deswegen hat ja Lego jetzt vor kurzem gesagt gehabt, hey, ja, unsere Recycling-Sparte mit den neuen grünen Teilen aus Zuckerrohr, ja, die lief jetzt nicht so gut, da rudern wir jetzt zurück. Genauso wie die Sache mit den Papierbeuteln, da rudern wir jetzt auch zurück. Weil die wollten ja die Polybags jetzt im Grunde, beziehungsweise die kleinen Plastiktüten wollten sie ja Kunde komplett halt hier rauskicken, für was umweltfreundlicheres mit Papiertüten. Bin ich ehrlich? Wäre eine nice Idee gewesen, wenn sie es auch mal durchgesetzt hätten und durchgezogen haben. Aber was haben sie nicht getan? Also auf dem Papier. Ja, auf dem Papier wohlgemerkt haben sie es wohl getan. Und auch für bestimmte Influencer-Leute. Aber halt für den Otto-Normalverbraucher? Nö. Wieso sollten wir da sowas irgendwie dann reinbringen auf den Markt? Das kostet auch zu viel Geld. Stattdessen haben sie ja was anderes Tolles gemacht. Und die Figuren-Polybags haben sie ja ausgetauscht. Dass du halt keine Plastikbags mehr hast, wo du halt fühlen kannst, welche Figuren drin sind. Bei den Minifiguren-Series, die sie mal rausbringen. Nein, die gab es dann in Pappboxen. Was darin auch dann resultiert hat, dass die Leute diese Pappboxen aufgerissen haben und dann sich die Figuren dann so rausgenommen haben. Ja, Lego, Marketing, das müsst ihr noch mal ein bisschen lernen. Aber nee, wie gesagt, der Gedanke war halt da, das irgendwie halt umweltbewusster zu starten, aber sie haben es halt nicht durchgezogen, wie man es hätte eigentlich machen sollen. Aber wenn man die Tüten wieder nutzen kann. Nee, das ist ja eine Sache, du kannst sie ja nicht nutzen. Das sind ja einfach nur normale Plastiktüten, die du halt irgendwie aufmachst und fertig. Was ich auch sehr schade finde. Weil ganz, ganz früher hatten die ja noch halt ihre Schalen gehabt. Da hattest du ja Sets, wo du anstatt halt hier 1000 Tüten drin hattest, eine große Plastikschale, die halt mit so einem, ja, einer Schutzschicht dann quasi versiegelt war. Und wenn du die aufgerissen hast, hattest du halt die einzelnen Bauschritte und Teile halt in den jeweiligen kleinen Schalen halt drin. Konntest du immer dann, sag ich mal, dann rausnehmen, zusammenbasteln und gut ist. Konntest du auch dann wieder reinpacken. Ja, haben sie auch mit der Zeit lang entfernt. Wozu? Warum? Ja, weil Plastik. Plastik böse. Deswegen macht ihr mehr Plastik da rein? Das macht keinen Sinn. So, wären es diese Zipbeutel? Ja, nee, das ist ja die Sache, die Lego will ja im Grunde halt Gewinnmaximierung machen, wie jedes andere Unternehmen auch. Und womit kann man gut PR machen? Indem man sagt, man ist irgendwie nachhaltig eingestellt. Man möchte was für die Umwelt tun. So, das ist immer, sag ich mal, so eine gute Sache. Steigt die Aktie. So, das aber dann wirklich auch durchzudrücken und da durchsetzen, das ist eine andere Sache. So, bei den Adventskalendern haben die es richtig gemacht, da haben die den Background zu Pappe geändert. Ja. Dazu muss ich aber auch sagen, die Adventskalender von Lego, oh Junge, Junge, Junge. Die hätte ich früher als Kind immer gerne gehabt. Jetzt mittlerweile habe ich schon länger keinen mehr geholt gehabt. Weil ich glaube, den letzten Star Wars Adventskalender, den ich mir geholt hatte, der war 60 Euro. Ah? Also. Ja, wie toll die jetzt sind. Damals 30 Euro, ja. Damals, wo du wirklich nicht so viel für die ganzen Franchise-Kosten bezahlen musstest, konntest du dir noch leisten. Jetzt ist es halt wirklich einfach so, ey, du willst irgendwas haben, was einem bestimmten Franchise angehört. Ja, hier. Ja, unter 100 Euro wirst du nicht glücklich. Ja, danke. Aha. Was, 60 Euro? War ich noch nicht oder habe ich den verpasst? Nee, nee, 60 Euro, das war vor Gott. 8 oder 9 Jahren? Ich weiß, ich hatte einen Harry Potter Adventskalender mal geholt gehabt. Aber quasi out of season, nachdem halt
das vorbei war, jetzt im letzten Jahr. Selbst dafür habe ich noch 20 Euro hingelegt. Für die Figuren und alles. Originalpreis war, glaube ich, irgendwie auch 50, 60. So, das sieht richtig aus, würde ich mal sagen, ja. So, zack. Ne, das ist falsch rum. So ist richtig rum. Dann einmal hier um die Ecke. So, dann zack. Gitter und Barren. Was, da muss ich den Safe gehabt haben. 60 Euro müsste ich mich erinnern. Ja. Die Dinger sind halt wirklich unglaublich teuer geworden. Das sieht ja wirklich nur an den Franchise-Kosten, weil die Kosten für Plastik und Co. ist ja mit den letzten Jahren trotz allem sind die Kosten gesunken. Und ja, die Qualität der Steine leider dann damit auch. Was ich sehr schade finde. Aber hey, ja, ich meine, du kaufst ja auch ein Set für keine Ahnung wie viele 100 Euro. Nur um dann zu sehen, oh hey, nach keine Ahnung 2 Jahren gehen irgendwie dann die Beine von den Figuren kaputt. Hm. Weil die halt billig Plastik benutzt haben dafür. Hm. So. Gleitplatte. Und was kommt dahin? Das Ding hier. Ich hätte damals auch immer zweimal einmal Harry Potter und Star Wars, aber nur 2 Jahre gemacht, weil sie dann bei 40 Euro gekostet hatten. Da waren beide für 40 Euro. Ja, das ist auch noch so ein Preis, den man vielleicht noch lassen könnte. Aber wie gesagt, also damals habe ich irgendwie 60 Euro gelassen für so einen Star Wars Adventskalender und selbst runtergesetzt 20 finde ich für so einen Harry Potter Kalender schon noch recht viel. Obwohl jetzt so langsam ja wieder die Zeit rankommt, wo man sich mal Gedanken machen müsste, hey, was für einen Adventskalender schenkst du dir selbst oder anderen? Und ich hoffe mal, dass eine bestimmte Person noch den Lego Harry Potter Kalender hat von letztem Jahr. Weil sonst wird dieses Jahr wieder ein bisschen teuer. Aber ja, das wird man, sag ich mal, dann alles bei Zeiten dann noch sehen. Du bist ganz da dran. Bis abschließt, gut. So, dann kommt da eine Fliese drauf. Und wo kommt das hier drauf? Ach, da drüber, okay. Ich hoffe mal, da wird noch irgendwas noch dazwischen kommen, um das zu verbinden. Weil es ist mir noch ein bisschen zu lose hier. Okay, nein, das kommt einfach dann so drauf. Ich hoffe mal, es hält dann auch so, wie es sollte. Welche Seite bist du? Du bist hinten rechte Seite anscheinend, okay. Und du gehst dann bis hier vorne dran anscheinend. Ich hoffe mal, das hält jetzt so, wie es sollte. So, zack, zack. Hier vorne hält es gut, hier hinten ist ein bisschen wackelig. Aber. Es sieht gut aus. Verdammt, es sieht gut aus. So, jetzt wahrscheinlich genau dieselbe Seite, nur einmal spiegelverkehrt. Das Spiel kennen wir ja schon. Obwohl, nee, warte mal, das könnte. Bist du dieselbe Seite? Nee, ich muss in der Mitte anfangen. Oder ist das die Spitze? Bauen wir einfach erstmal. Es wird sich schon zeigen, was dabei rauskommt, wenn wir es fertig haben. Und im besten Fall ein super Sternzerstörer von Lego. Wenn es was anderes wird, dann. Ja, war es wohl die Voyager-Anleitung. Aber wir reden von modernem Lego. Als ob wir was anderes auch basteln könnten, außer das, was es sein sollte und werden sollte. Ich glaube ja mal nicht. So, zack. Ja, der ist ja spitz wie Waldi. Ja, also, ich muss sagen, der wird was draus,
Ja, auch immer steht da der Todesstern. Ey, das würde ich jetzt auch nicht nein sagen, wenn auf einmal die Teile sich, keine Ahnung, vervielfältigen zu 100-fach und ich dann original Todesstern rausbekommen würde. Obwohl, fällt mir ein, es gibt ja mittlerweile auch von 40 Jahre Rückkehr der Jedi-Ritter den Todesstern. So den Todesstern 2, ja. Aber natürlich auch nur, wenn du es halt im Lego-Shop bestellst und halt einen bestimmten Warenwert hast, weil dann kriegst du ihn halt ja geschenkt, was ja eigentlich nicht wirklich die Wahrheit ist. Du kriegst im Grunde quasi das Privileg, den halt zu kaufen, wenn du einen bestimmten Warenwert hattest. Das ist eins von diesen exklusiven Sets halt. So, das steht nach vorne. Was ich auch absoluter Bullshit finde, dann bringt das Ding doch einfach so mal separat raus. Weil 25 Euro für so ein Miniscale-Todessternteil ist doch auch noch super. Aber nee. Erst ab einem bestimmten Warenwert hast du dir das Anrecht, es auch kaufen zu dürfen. Ja, danke. So, nochmal Fliese. Bastel ich gerade jetzt die andere Seite? Zuerst? Das sieht so aus. Warum? Weil das ist definitiv nicht. Es muss dann die Seite sein. Hä? Ich dachte, wir brauchen das nach und nach zusammen hier. Warum jetzt seitenverkehrt? Ja, egal. Die werden sich wohl irgendwas weiter dabei gedacht haben. Wenn nicht, ich baue einfach mal weiter drauf los. Irgendwas wird schon passieren. Nein, doch, hä? Was? Aber das. Hä? Oh, doch? Wollte ich gerade schon sagen, weil das sollte doch spitz zulaufen, eigentlich so. Ah, nein. Weil wahrscheinlich dann hier noch was langkommt. Warte mal, aber da muss es doch wirklich extrem gerade doch abschließen mit dem Teil. Okay. Ich dachte jetzt die ganze Zeit, das Teil wäre quasi jetzt irgendwie jetzt hier die Seite, aber nee, es ist doch die Seite. Ich meine, es macht Sinn halt, weil so oder so ist es halt trotzdem halt noch ein bisschen halt geometrisch angehaucht alles. Trotz halt der sehr aerodynamischen Form vom Schiff. Aber okay, jetzt hätte ich nicht gerechnet, dass das jetzt die Seite, sondern die andere Seite, aber ja. Und ja, man sieht übrigens hier jetzt auch, es ist quasi dann darunter halt versteckt. Also es gäbe keinen großen Platz mehr, um halt irgendwas anderes hier da reinzumachen. Also es ist wirklich halt hier mit der Schräge, mit den Figuren. Da passt leider nichts anderes dann rein dazwischen. Aber ja, also ich dachte jetzt, das wird ein bisschen anders konzipiert werden. Aber es passt, es passt. Das ist doch gut. So, und das wird dann einfach dann verbunden mit den Fliesen. Ne? Ja. So, Fliese drauf. Und dann ist die eine Seite zu. Gut, drehen wir um. Dann passen wir jetzt uns an der anderen Seite zurecht, ne? Yep. Nee, weil dann fehlt jetzt uns eigentlich nur noch der Standfuß und halt hier ein paar kleinere, ja, Nebenelemente. Dann sind wir echt damit gleich durch. Okay. Das ging halt doch recht fix, würde ich mal sagen, mit dem Zusammenbasteln. Was sind ja auch nur 640 Teile, also geht noch. Ah, ja, nun gut, Lego ausnahmsweise nicht jedes Mal ab, ne? Obwohl, die hätten ihn ein bisschen größer machen können, hätte es gepasst. Ja. Ich muss ja trotzdem sagen, also dem Format, wie er jetzt hier ist, also der hat schon eine gute Größe. Das sind 43 cm. Also der ist schon recht gut und groß. Weil das ursprüngliche Modell vom Supersternzerstörer war 1,40 m? Nee, warte mal. War der 1 Meter oder 1,40 m oder 1,20 m? Ich weiß, den späteren Collector's Edition Sternzerstörer, den normalen, der war sogar noch größer als der eigentliche Supersternzerstörer von damals.
Aber ja, also trotzdem noch so 40 cm, beziehungsweise 43. Doch eine gute Größe, muss ich sagen. Ja gut, sie ist ja jetzt auch eher fürs Bauen, nicht zum Ausstellen, ja. Es sieht halt nice aus und man sieht es halt eh nicht. Ich meine, es ist die ganzen anderen bunten Steine jetzt wirklich komplett auch halt hier drumherum verschachtelt. Also man sieht halt wirklich gar nichts mehr. Die transparenten Steine sieht man halt noch, aber der Rest, wie gesagt, also es ist sehr gut versteckt und verbaut, muss ich sagen. Das gefällt mir noch gar sehr, denn ich mag meine Star Wars Schiffe gerne komplett grau. Grau, lieblos und leblos. Instrumente der Zerstörung und Vernichtung. Und halt in einem beigen Farbton. Beziehungsweise in, keine Ahnung, 5000 verschiedenen Grautönen maximal. So, zack und zack. So, Gitter. Diese. So, zack, zack. Ich muss auch sagen, die, sag ich mal, etwas vereinfachte Struktur von der äußeren Hülle ist ja auch irgendwo noch recht nice. Weil du hast halt wirklich sehr viele Fliesen, aber nur komplett 100%ig Fliesen sehen halt scheiße aus. Deswegen gibt es ja auch noch mal ein bisschen was hier an, wir hätten jetzt ein bisschen Tiefe geben. Sei es jetzt, sag ich mal, jetzt hier die Gitter, sei es jetzt normalen Einerstats oder halt hier die Barren. Und fehlt da noch ein Teil? Da vergessen? Ich meine eigentlich nicht. Nee, das soll sogar komplett frei bleiben. Okay, gut. Wollte ich schon gerade sagen, das sieht mir ein bisschen zu leer aus. Aber ich meine, hier ist ja auch im Grunde alles dann, sag ich mal, komplett leer. Was hat sich dann ein bisschen nach vorne dann verjüngt. Solange es gut ausschaut und passt, sage ich nichts dagegen. Und ja, du schreibst ja gerade, es ist Struktur drin. Es ist Struktur drin. Es ist nicht einfach nur komplett stupide Fliese an Fliese. Du hast ein bisschen Abwechslung. Es sieht halt realistischer aus. Weil zum Beispiel beim ursprünglichen Modell war ja im Grunde halt diese ganze Innensektion auch extremst detailliert halt nachgebaut mit sehr, sehr vielen Einzelsteinen. Weil halt, ja, die Kommandostruktur Super Sternzerstörer war halt komplett irgendwie detailreich, vielleicht so ein bisschen überdetailreich irgendwie dann dargestellt. Anstatt, sag ich mal, zum Vergleich zu anderen Schiffen, weil die waren im Grunde, sag ich mal, wie ich extrem glatt geleckt. Aber, wie gesagt, gefällt mir. Es gefällt mir bis jetzt sehr gut, was sie daraus gemacht haben mit dem Miniatur-Set hier. So, oder wie Batman sagen würde, alles in schwarz oder ein ganz dunkles Grau. Yep. Ich meine, das Ding steht im Grunde auch nur aus zwei Grautönen. Dunkelgrau und hellgrau. Aber es macht Sinn. Es ist am Original dran und es hat trotzdem halt durch die ganze Sache halt Struktur drin. Und eine Varianz. Es ist super. Ich war ja die ganze Zeit lang immer ein bisschen skeptisch gewesen, wie es halt ausschaut. In so einem kleinen Format, um halt die Detail reinzubringen. Aber jetzt, wo ich es halt sehe, wie es halt im gebauten Zustand halt gerade immer mehr halt Substanz annimmt. Und auch Struktur. Ja, also, die haben da schon was Gutes auf die Beine gestellt. So, jetzt passen wir da das zweite Ding nochmal hier. So, zack. Flügel, Gitter und dann nochmal Slope. So, zack. So, zack, dann nochmal ein Dreieck. Beziehungsweise Umeck. Dreieck ist im Grunde gleich mal immer das hier. So. Gitter, Barren. So. So. Dreieck. Barren. So, einmal drehen, das gute Teil. So, zack. Gleitstein. Ah, geh rein. So.
Dann das wieder zusammentackern. So, nochmal den Dreieck und Barren dann hier nur drauf machen. So, zack und zack. Und dann machen wir es auf der anderen Seite mal drauf. So, sitzt, wackelt, hat ein bisschen Luft, aber nicht zu viel. So, ich habe meine geheimen Lego-Bilder-Ordner gefunden und alte ich habe meine geheimen Lego-Bilder-Ordner gefunden und alte. Erst lesen, dann sagen. Das ist ein bisschen durcheinander, aber warte mal. Ich habe meinen geheimen Lego-Bilder-Ordner gefunden und alte Erinnerungen kommen hoch. Ja. Bei mir sind es meistens Bilder von Weihnachten oder Geburtstagen, wenn ich dann da stehe mit den ganzen Lego-Sets, die auseinanderreiße und dann bastel und baue. Dann stehen sie so lange, bis mein Vater dann meckert, dann so, wie lange willst du noch auf dem Tisch stehen lassen? Bau sie wieder zusammen bzw. auseinander und pack die weg. Hm. Ja, danke. Ich habe dumm geschrieben, ja, sorry. Ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Solange man es noch lesen kann. Ich meine, ich habe jetzt auch nur zwei Anläufe gebraucht, um es halt fehlerfrei zu lesen, also passt. So, ich habe schon schlimmere Mathematik in meinem Leben gelesen, also keine Schande, kein Problem. So, zack, zack. Ich weiß, ich habe es früher immer so gemacht gehabt, ich habe halt manche Sets halt immer wieder neu aufgebaut und die, sag ich mal so, einfach mal dann hingestellt, sei es das dekoratives Element und einfach nur, weil ich halt Lust drauf hatte. Und ja, wie gesagt, viel Platz hatte ich damals nicht so gehabt, deswegen stand die dann meistens irgendwie in einem Wohnzimmer halt rum oder irgendwo anders. Und ja, es ist immer so eine Sache, wenn du halt, halt Eltern hast, die dir einerseits dann halt die Lego-Sachen zum Geburtstag oder zu irgendwelchen Feiertagen halt schenken, die da auch eine Weile dann stehen lassen, aber dann irgendwie sagen dann so, ja, aber jetzt wird mal so langsam mal Zeit wieder einzupacken, weil die stauben ein und wir brauchen den Platz. Deswegen bin ich ja sehr froh, dass ich jetzt hier bei mir in meiner eigenen Wohnung halt deutlich mehr Platz habe für halt mein Hobby und Lego und alles. Auch wenn der Platz, wenn ich mal jetzt hinten aufs Regal gucke, ja, er wird auch ein bisschen weniger. Und für recht große Modelle, ich würde sie gerne haben, aber ich kann schlecht einen kompletten Raum nur in ein Lego-Zimmer umwandeln. Das geht nicht. Wenn ich ein Haus hätte oder sowas, das wäre kein Problem. Dann könnte ich sagen, ja, scheiße, auch nimm so eine ganze Etage für Lego ein oder sowas. Aber so, ja, nee. Leider nicht drin. Leider nicht drin. Obwohl irgendwann mal so ein komplettes Lego-Zimmer haben. Oh, Junge, das wäre echt ein Traum. Wo kann ich das Bild reinschicken? Also wenn ich darf, ich kann ja später vielleicht nochmal meinen Discord-Einladungslink mal schicken. Du kannst es schon machen. Ja, also ich kann es machen. Also ich kann es auch hier hinstellen, wo ich will, aber wie gesagt, ich brauche trotzdem halt Platz nochmal für was. Und jetzt momentan, also, ja. Es wäre noch Platz frei, aber ich brauche den halt so für Dinge wie zum Beispiel schlafen, arbeiten, kochen. Leben. So. Das kommt dann da drauf. Und dann. Ja, machen wir im Grunde, sag ich mal, das hier wieder dann dicht mit den Fliesen. So. Ich meine, das Thema hatte ich letztens auch schon mal gehabt. Mit diesem Lego-Eiffelturm. So, und der Supersternzerstörer ist, er sieht zwar fertig aus, aber er ist noch nicht ganz fertig. Keine Sorge, da muss noch ein bisschen was. Und, ja, ich muss, glaube ich, da ein bisschen. Ja, man merkt halt, der ist so ein bisschen, ja. Ja, wie gesagt, man merkt halt, der ist ein bisschen nicht ganz symmetrisch, weil er hat nur irgendwie an drei Punkten, die mir zusammenhängt. Aber trotzdem muss ich sagen, sieht so geil aus. Nee, wie gesagt, der Sternzerstörer ist jetzt erstmal fertig.
Es fehlen jetzt noch Details, Antrieb und halt hier der Standfuß. Aber das kommt hier jetzt mit Beutel Nummer 6. Letzter Beutel. Also noch bei 6 Ersatz hätte aber noch mit dabei gewesen. Schauen wir, ob ich die brauche oder nicht. Ich hoffe mal nicht. Ich schaue mir gerade die Bilder an, also für ein Kind, ohne mich selber zu loben, sieht das schon geil aus. Ja, mein, wenn man Kreativität hat unter die Steine, ist das ja kein Problem. Da kannst du ja basteln, wie du willst. Das ist also das Mantra von Lego damals ja auch gewesen, aber jetzt ist halt ja mittlerweile nur noch halt hier, ja, Bau nach der Anleitung oder keine Ahnung. Kauf das Set nochmal, wenn du was anderes bauen willst. Aber nee, wie gesagt, das Thema mit halt großen Lego-Sets hatte ich letztens auch schon mal wieder gehabt. Ich habe ja wirklich extremes Interesse daran. An halt hier den Lego Eiffelturm. Richtig fucking großes Set. Aber ja, 10.001 Teile. 1,40 groß und die Basis vielleicht, glaube ich, 80 cm. Also, oh, das Ding ist fucking gigantisch. Ich kann es nirgendwo hinstellen. Ich müsste mir dafür extra irgendwie einen Tisch holen oder den irgendwo anders hinpacken und dann sagen, ja, okay, jetzt gehe ich aber nicht mehr da lang, weil da steht der Turm. Der Turm wohnt da jetzt. Deswegen, also, sowas wäre perfekt, wenn du halt dann die Wände in einem Raum drumherum quasi halt mit Regalen zu kleistern würdest und halt innen drin dir nochmal so ein mehrschichtiges Areal aufbaust halt für Modelle und Co. Was bei mir halt nicht der Fall ist. Ich kann das leider nicht machen. Ich würde es gerne, aber es geht leider nicht. Aber wie gesagt, irgendwann mal, wenn es vielleicht mal ein paar Haus rausschauen sollte oder keine Ahnung, eine Wohnung mit einem Zimmer mehr. Wer weiß, was man da machen könnte mit einem Lego-Raum. Wahrscheinlich wird es dann für so sinnlose Sachen und nutzlose Sachen irgendwie draufgehen, wie keine Ahnung, ein Kinderzimmer oder sowas. Obwohl, ja, wahrscheinlich wird es so darauf enden, wenn irgendwann mal ein Kind kommen sollte. Ja, Kind, hier, hast du Lego, aber bitte nicht damit spielen. Oder, nee, du bist doch zu klein dafür, lass mal Papa aufbauen. Wahrscheinlich wird es so enden. Was mir gerade aufgefallen ist, klar, da sieht man jetzt leider, dass es ein Nachbauset ist, weil wir haben halt hier Space Wars. Aber das Ding hier, im Original draufgedruckt, auch draufgedruckt, in der Nachmache, super. Das Ding ist im Original ein fucking Sticker. Die Nachmache hat es draufgedruckt. Eine China-Nachmache hat es besser hinbekommen als Lego selbst. Lego. Bedruckt eure scheiß Steine. Bedruckt eure Steine, verdammt nochmal. Das Sets sind teuer genug. Bedruckt die fucking Steine. Ich hab keinen Bock mehr auf Aufkleber. Gott. Lego, wenn ihr Set wünscht, rufen sie einfach auch Lego dasselbe Set nochmal. Lego, okay und los, ja. Hab ich ja gerade schon mal gesagt gehabt. Also wenn du halt mehrere Sachen bauen möchtest, mittlerweile Multisets. Sei es irgendwelche florale Sets für irgendwelche Blumenkränze oder keine Ahnung, irgendwelche Dot-Sachen zum größeren Set basteln. Ja, kauf's einfach nochmal. Ja, danke. So, die müsst ihr erstmal kurz mal auf den Bauch legen, beziehungsweise auf den Rücken, weil du kriegst nämlich jetzt halt hier eine Triebwerke verpasst. Gut, gucken wir mal. So, wenn ich Kinder habe und die gehen an mein Lego dran, sage ich, Finger weg, kauf dir selber Lego, ja. Ja, hast du das mit der Pyramide gesehen, mit der halben beim Held der Steine? Ich muss ja sagen, Held der Steine, ich bin nicht so ein unglaublicher Fan von ihm, aber ich rechne es ihm hoch an, dass er halt wirklich die Sachen anspricht und ausmisst, die ich halt gerne auch wissen möchte, weil er misst nicht nur Höhe, Breite, sondern auch Tiefe von Sets aus, damit ich weiß, ob die halt Regal reinpassen oder nicht, oder generell halt dahin, wo ich sie hinstellen möchte. Also da Hut ab. Aber ja, diese Pyramide von Gizeh, dieses halb, nee, das ist einfach nur, welcher Idiot hat das konzipiert? Weil du baust ja wirklich halt einfach nur eine halbe Pyramide zusammen und wenn du eine ganze haben möchtest, kaufst das Set nochmal. Problem, du hast dann quasi auf beiden Seiten dasselbe Diorama. Ich habe halt schon Fan-Builds gesehen, wie du aus quasi zwei Sets oder so aus einem Set wohlgemerkt eine komplett intakte Pyramide bauen kannst. Da geht halt mal viel von dem Diorama vorne dann drauf, aber es ist eine komplette Pyramide. Wer ist auf diese bescheuerte Idee gekommen, das Ding zu halbieren und dann zu sagen, ja, wollt ihr es komplett haben? Ja, hier, kauf's doch nochmal. Und dann auch nicht mehr irgendwie zu sagen, ja, aber wir müssen da vielleicht mal ein Alternativbild
reinhauen, was Sinn ergibt. Weil der Nil fließt nicht auf beiden Seiten lang. Oder keine Ahnung, was noch Sinn ergeben würde, weil die Pyramiden von Gizeh ist ja, sag ich mal, halt eine Dreierkombination, dass du halt mit einem Set die große bauen kannst und mit dem zweiten Set dann quasi die mittlere und kleine und Diorama noch mehr drumherum. Das wäre super. Haben sie nicht gemacht. Haben sie nicht gemacht. Ich meine, ich hatte mir auch die mal ausgeguckt gehabt und gedacht, okay, die sieht einigermaßen geil aus, aber nee, nee. In der Lego-Welt schon, nein, selbst in der Lego-Welt macht es keinen Sinn. Also, was haben die da geraucht? Was für Steine, was für Plastikdüfte haben die da irgendwie geschnüffelt? Ah. Gott verdammt nochmal, ey, das ist, nee. Ich habe mich, sag ich mal, schon seit langem nicht mehr bei halt irgendwie so ein Lego-Set mal aufgeregt gehabt, was halt einfach keinen Sinn ergibt, aber trotzdem. Kauf zu Vollpreis. Ja, warum nicht? Vor allem, ich war jetzt, glaube ich, irgendwie für eine Pyramide 150 Euro? 200 Euro? Nee. Nee, einfach nee. So. Warte mal, ich sollte das mal vielleicht von außen nach innen mal basteln hier alles. Ich sag mir, ich reg mich da nicht mehr drüber auf und dann reg ich mich trotzdem wieder über Lego auf, ja. So, weil das kommt nicht an den Rand, das kommt mittig. Das kommt Rand. Weil, kleiner Fun-Fact, das sind eigentlich die Hyper-Drive-Module, beziehungsweise Triebwerke. Das sind die Sublicht-Triebwerke. Also für jede Person, die eventuell Interesse haben sollte, zu gucken, was jetzt hier der Unterschied ist zwischen den verschiedenen Triebwerkssachen. Weil es hat schon einen Sinn, warum die halt unterschiedlich aussehen. Jetzt fragt ihr euch aber so, aber hey, aber warum hat ein neuer Sternzerstörer nur drei? Ja, weil die anderen Triebwerke halt nicht so viel Masse bewegen müssen wie halt ein normaler Sternzerstörer. Deswegen sind, sag ich mal, die Sublichttriebwerke und die Hyperraumtriebwerke, sag ich mal, kombiniert in einem. Mit dem brauchst du halt, sag ich mal, mehr zwei. Weil das Ding ist ja, glaube ich, irgendwie, was war es gewesen? 1, 2, 3, 4. Irgendwie 10-mal größer als normaler Sternzerstörer. Ich glaube, irgendwie 20 Kilometer war das Ding in der Lore. Und normaler Sternzerstörer ist, glaube ich, irgendwie nur 2, 3 Kilometer. Ja, so. Warte mal, du kommst mal jetzt wieder nach außen dran. Und dann kommst du auch dann, sag ich mal, mit der Mitte. Gut, ja. So. Dann macht das wieder noch Sinn mit den Abständen, ja. Zack und zack. Ich meine, ist so richtig. Ja, schaut richtig aus. So, und dann kommt das eigentlich an den hinten dran. Zack. Dann einmal in die Mitte. Zack. Und dann dahin. Und fertig sind die Triebwerke beim Supersternzerstörer. Jetzt kann das Ding schon mal fliegen. So, und jetzt. Ach, schnell, wir bauen jetzt ja die kleinen Sternzerstörer, die da nebenher dann, sag ich mal, dann angebracht werden, zusammen. So, warum ist denn hier alles? Das ist das falsche Teil. So, zack. So. Halbrunde Jumperplatte. So ein Ding habe ich noch niemals in meinem Leben gesehen. Das ist eins der wenigen Legosteine, wo ich sage, okay. Früher war es wirklich so drauf, dann so, ja, wir machen keine neuen Molds, wir lassen alles, wie es jetzt ist. Gucken, wie mit dem Standardstein das hinbekommt. Aber jetzt mittlerweile hast du ja bei fast jedem neuen Set, was rauskommt, halt irgendwie neuen Standard, ja, Stein, der quasi, sag ich mal, special dafür designt worden ist. Also ja,
Mittlerweile haben sie mitbekommen, hey, wir können auch mehrere Sachen drucken, neue Sachen drucken, weil Plastik ist billig, auch wenn wir halt was anderes sagen. So, zack. Und war es das jetzt eigentlich schon? Oh, ja, doch, nö. Weil du baust dann einfach nur noch hier doch. Nee, warte mal. Ah, das. Warum ist denn hier? Doch, den haben wir noch dann da drauf. Und dann war es das. So, du kommst da ins mittlere Ding rein. Da ist der erste Sternzerstörer schon fertig. Du kommst auf der Rückseite. Da dran hinten. Ja. Bitte nicht abfliegen. So, jetzt bauen wir den zweiten zurecht. Auch sehr schwer zum Zusammenbasteln, die paar Arbeitsschritte. So, wieder die runde Jumperplatte. So, zack, zack. So, Jumperplatte nochmal drauf. So, dann den schon mal. So, zweite transparente Teil von der anderen Seite. Ja, schaut richtig aus. Und du kommst dann hier vorne ran. Jetzt bauen wir dann hier noch mal ein bisschen was dran. Was, ah, stimmt, das war, glaube ich, dann halt die Hängevorrichtung für Dings, den Standfuß. Und ich jetzt auch gerade frage, warum ist jetzt hier noch so viel leer? Weil der eigentliche Hangar davon war ein bisschen anders konzipiert. Vor allem Supersternzerstörer. Aber vielleicht ist es auch einfach nur, um ein bisschen Platz zu sparen und keine Ahnung. Gewicht. I don't know. Solange es passt, beschwere ich mich nicht. So, da einmal und da einmal. Ja, zweier, zwei Abstand. Na, komm schon. So. Gut, ne, dann. Wir können jetzt mal auf dem Rücken liegen lassen. Jetzt kommt der Standfuß nämlich dran. Auch sehr nett gemacht. Übrigens eins von, sag ich mal, wirklich nur zwei Sets, glaube ich, die halt so eine Art von Standfuß dann halt konzipiert haben. Also noch aus normalen Basic-Teilen. Bei anderen Sets haben sie ja versucht, irgendwas aus Technikelementen dann zusammen zu basteln. Aber ja, gucken wir einfach mal, was dann draus wird hier. Solange es hält und steht, wie sollte, merke ich nicht damit rum. Wenn es nur halt so absolute Basic-Systemteile sind. So, zack. So, da. Nochmal drauf. Dann den hier. So, schaut erstmal richtig aus, würde ich sagen. Weil ich habe mir ja jetzt noch ein weiteres Set geordert gehabt von den Mini-Scale-Modellen. Weil nachdem das hier wirklich sehr schnell geliefert worden ist, auch auf den ersten Blick wirklich sehr gut aussah, habe ich mir so gedacht, also, ja, ich meine, es gibt ja noch das andere Set zu 40 Jahre, also nicht Return of the Jedi, sondern halt hier 40 Jahre Empire Strikes Back. Das war ja die Nebulon B-Fregatte. Und die kriegst du ja nur ran in USA, glaube ich, bei irgendwie dem Comic-Con-Event, glaube ich. War es, glaube ich, gewesen. Und ja, auch nur eine ganz, ganz kurze Zeit, glaube ich, so separat nochmal zu kaufen. Ja, ich bin jetzt leider nicht so oft in den USA und den Kumpel, den ich in der Nähe davon habe, der lebt zwar in Kalifornien, aber ja, der hat ein paar andere Probleme, als mir irgendwelche Lego-Sachen zu holen. Aber nee, worauf ich hinaus will, ist halt,
das hätte ich so eigentlich so nie bekommen und habe mir jetzt einfach da mal gedacht, dann so, hey, also du kannst doch mal deine Nachmache ordern, weil eigentlich sieht ja die Nibelung B-Fregatte auch ganz nice aus. Und ja, dies ist auch auf dem Weg zu mir und ich hoffe mal, die kommt nächste Woche auch an. Weil dann könnte ich eventuell dann meinen Klemmbaustein-Streak sogar noch die nächste Woche auch nochmal weitermachen. Weil aktuell ist es ja wirklich so, ja. Letzte Woche die Pac-Man Arcade Machine, dieses Wochenende halt hier erstmal den Supersternzerstörer und eventuell dann heute oder morgen dann noch halt hier das Blumenset. Ja, Team, wie schnell ich damit fertig werde und wie ich noch Lust und Laune habe, das noch weiterzumachen. Und meine 2 Stunden, ja, dann ist es gleich 22 Uhr. Ich muss mal überlegen. Weil eventuell würde ich dann halt auch morgen dann erstmal streamen, damit auch ein paar andere Leute mit dabei sind im Discord. Und auch mal dann wieder Zeit haben, mit dabei zu sein. Aber ich schaue einfach mal. Aber ja, so oder so. Also, wenn du halt nicht rankommst, hol dir einfach dann so ein Mockbild. Und das ist halt 1 zu 1. Nur halt, ja. Noch ein bisschen mehr halt Klemmbaustein halt tiefer als normalerweise. Und er sieht trotzdem gut aus. Ja. Sehr cool. Stimmt, es sieht auch wirklich einfach nur gut aus. Und die Nebulon B-Fregatte ist, glaube ich, nicht so groß und lang wie die Supersternzerstörer, sondern, glaube ich, irgendwie nur 3 cm. Aber trotzdem, also, die könnten von mir aus gerne noch mit anderen Schiffen halt diese Microscale-Sachen rausbringen. Was ich anbieten würde, keine Ahnung, halt hier die Home One als Miniaturmodell. Oder, ich meine, okay, der Millennium Falcon gibt es auch schon, keine Ahnung, 10 Millionen verschiedene Modelle davon. Aber, keine Ahnung, bringt die von mir aus gerne auch nochmal in dem Format mal raus. Oder halt andere Sachen. Halt Microscale Fighter oder ja, Midi-Scale Fighter halt irgendwie. Nix-Wing oder was weiß ich was hier. Normale Sternzerstörer halt in dem Format. Das wäre ja auch recht nice. Also, Möglichkeiten, Alternativen gäbe es halt zuhauf. Bitch, ich mache so etwas nicht umsonst. Jetzt bück dich! Okay, Kadel, okay. Danke fürs Prime und danke fürs Abo. Und guten Abend. Ich muss mir ein paar End-of-Life-Sets holen, die ich noch haben möchte, bevor es nicht mehr gibt. Ja. Ja. Habe ich letztens auch wieder gesehen gehabt. Also die Leute, die prügeln sich gerade regelrecht hier um das eine Horizon-Set von dem Tallneck. Nicht wegen dem Tallneck, nein. Wegen der Figur von Aloy. Einzig und allein wegen der Figur von Aloy. Ach, das macht doch Spaß. Echt, what the fuck? Ja. Ich verstehe es auch nicht. Ich meine, der Tallneck ist halt wirklich ein sehr großes und gutes Set. Aber die prügeln sich halt wirklich darum, um halt die Aloy-Figur zu bekommen. Oh Gott, jetzt muss ich halt auch noch trinken. Ich muss mich hydrieren. Je. Ich hätte das Baumhaus noch gerne noch. Fällt mir ein, 2 weitere Sets, die glaube ich jetzt auch langsam End of Life gehen. Oder sogar sind. Das war ja einmal halt hier BD-1. Der geht bald auch End of Life. Das ist aber einfach nur, weil die Lizenz ausgelaufen ist, beziehungsweise auslaufen ist langsam. Also jetzt nicht halt wegen Minifigur, die dabei ist oder sowas. Und oh Gott, das war glaube ich dieses eine Artsy-Haus von diesem Lego-Museum. Das ist mittlerweile auch noch nicht mehr verfügbar. Das kriegst du wohl in diesem Museum direkt wohl noch ran. Aber halt sonst nicht mehr. Karl, hast du bestimmt seit 2 Stunden nicht gemacht. Doch, Maria hat mir, glaube ich, vor einer Stunde und einer halben irgendwie schon mal reingehauen und gesagt, du sollst was trinken. Ja, aber trotzdem danke für die Hydration. Die habe ich gebraucht. So, dann kommt das ja da drauf. Ah, zack. So, und hab das mal wieder ein bisschen festgemacht. Nice. Nee, das finde ich auch einfach nur eine Frechheit immer wieder, dass halt End-of-Life-Sets dann nochmal im Preis so extrem halt hochgehen. Und nicht wegen den Sets an sich, sondern einfach wegen die Figuren, die dann auch nicht mehr nachproduziert werden. Also, es ist einfach nur bekloppt. Ich meine, gebt mir gerne die Lego-Sets so, ohne die Figuren. Kein Problem, wäre super, aber nee. Einfach nur zu sagen, ja, keine Ahnung, wir machen jetzt aus einem 99-Euro-Set ein 199-Euro-Set, weil die Figur mit dabei ist.
Nee. Nee. Ich meine, schlaue Leute machen es ja so, die setzen dann auf eBay dann die Sets dann wieder rein. Wo dann einfach die Figuren dann rausgenommen worden sind. Und ich meine, das kann man natürlich auch machen, aber Mann. Es ist zwar nur Plastik, aber kann ein Set vielleicht mal bitte mal weniger wert sein als, keine Ahnung, 50% des Sets nur für die Figur? Ich wollte immer mal Horizon spielen, aber irgendwie kam ich dazu nie, aber Set wäre schon nice. Ja, hatte Kalle mir letztes Mal was erzählt gehabt dazu. Die hatten ja ein paar Problemchen gehabt. So, jetzt übrigens das komplett legitime Space Wars Executors Symbol, weil es kann natürlich nicht Star Wars heißen, aber ist auch nicht so schlimm. Weil die hatten ja ein paar Probleme gehabt mit der Lizenz. Und deswegen konnten ja die anderen Horizon Sets, die sie konzipiert hatten, nicht auf den Markt kommen. Deswegen gibt es halt momentan auch nur das Tornex-Set. Es war ja konzipiert mit hier, mit einem Watcher war ja was konzipiert gewesen. Dann mit einem, oh Gott, wie heißt das Viech nochmal? Hilf mir mal, Donnerkiefer oder was? Dieser riesige T-Rex-Verschnitt. Ich weiß nicht genau, wie der hieß, weil hier der Tallneck war quasi halt so ein Mix aus Brontosaurus und Giraffe. Watcher ist ja keine Ahnung, so eine Art Velociraptor, irgendwas, Viech, Vogelstrauß. Und ich meine, Donnervogel? Donnerkiefer war es gewesen. Donnerkiefer, Watcher, Tallneck und irgendwas noch. Genau, weil Donnerkiefer ist ja quasi halt so eine Art T-Rex und irgendwas anderes. Und da haben sie halt die Lizenzen leider dafür nicht mehr gehabt. Ja, kein Plan von Dingen in Horizon. Aber, ja, nee, wie gesagt, es ist halt einfach nur bekloppt, weil die Sets, die sind halt nice, muss ich sagen. Klar, wenn du halt so ein riesen Ding in die Bude stellen möchtest, brauchst du erstmal Platz dafür. Aber dann einfach zu sagen, ja, das Set war, keine Ahnung, vorher 99 Euro und davon ist die Hälfte die Figur wert. Und jetzt sind es, keine Ahnung, End of Life 200 Euro und die Figur ist 100 Euro, oder 150 Euro sogar schon. Nee. Einfach nur nee. So, du kommst dann hier dann drauf. Einfach dann. Okay, du bist an Fest verbunden. Ich dachte, du wärst einfach nur draufgelegt. Okay, wenn es fest verbunden ist, das macht doch auch recht Sinn und ich hoffe mal, es steht auch stabil. Steht. So, die letzten paar Handgriffe muss ich jetzt erstmal hier machen und dann haben wir es im Grunde eigentlich auch sogar durch. So, weil da fehlt noch Slope, Stein. Und über der Bing, guten Abend, Kaddel. Dann bin ich also viel zu spät reingekommen, dann bin ich schon fast fertig. Naja, ich habe immer noch die Paradiesvogelblume. Willst du die jetzt auch noch machen? Ja. Achso, ne, wusste ich nicht. Weil jetzt bei dem Set bin ich gerade mal wieder seit 2 Stunden dran. Ich habe noch ein bisschen Zeit nach oben offen, würde ich mal sagen. So, aber erstmal guten Abend. Ja, man sieht auch, dass das das kleinere Modell tatsächlich ist. Das große Modell, das hat ja oben viel mehr Details. Ja, teilweise sogar sagen wir so zu viele Details, aber... Ja, das stimmt. Ich bin damit jetzt offiziell fertig. Letzter Arbeitsschritt. So. Und so noch ein Teil übrig. Cool. Ja, ne, also das war's jetzt eigentlich. So, der Mini-Sternzerstörer sieht jetzt echt nice aus, muss ich sagen. Gab's von den Adventskalender bessere? Ach, du meinst die Mini-Sternzerstörer hier? Ach so, ich weiß nicht, ich finde das kleinere Modell jetzt auch nicht so geil, muss ich sagen. Ich hatte ja Interesse dran gehabt, aber ich war so skeptisch gewesen, weil es halt das kleinere Modell ist. Das größere gefiel mir besser. Und ich muss sagen, das große gefällt mir immer noch besser. Ja, also ich muss sagen, das größere hat deutlich mehr Details, aber hier, die haben sich Mühe gegeben, hier Details reinzubringen auf so einen kleinen Scale. Was ich aber sagen muss, also der Supersternzerstörer jetzt in dem Mini-Format, muss ich sagen, sieht schon recht nice aus. Ich kann ja auch mal ein bisschen mehr mit meiner Kamera halten hier. Sieht schon recht nice aus. Das Ding auch komplett in Ordnung. Ja,
Die quasi normalen Sternzerstörer sind halt ein bisschen sehr simpel gebaut, aber ich meine, die kann man auch theoretisch einfach abnehmen. Die sind ja auch absoluter Müll. Ja, also die kann man auch theoretisch einfach abnehmen. Soll einfach nur Scale sein. Also ich bin ganz ehrlich, also für jetzt die 20 Euro, die ich für gelassen habe, bin ich absolut zufrieden. Absolut zufrieden. Anstatt 70 Euro fürs Original. Und das Einzige, was man halt sieht, ist halt hier Space Wars. Das kann ich auch einfach abnehmen. Das ist trotzdem noch toll. Mach ich einfach hier Dinge unten dran und fertig. Ja, das mit den kleineren Schiffen finde ich schon ein cooles Gimmick. Tatsächlich. Dass sie so schwebend daneben sind. Hm. So, sieht aber nicht schlecht aus, muss man schon sagen. Ja, also ganz ehrlich, auch für 20 Euro als Alternativklemmbausteinmodell? Ich kann nicht meckern. Das Ding im Original ist 70 Euro, teilweise jetzt 80 Euro. Hm. Also, ich bin begeistert. Also die Steine, klar, man sieht natürlich, sind halt nicht Original-Lego-Steine bei ein paar Stellen. Und du hast trotzdem auch einen sehr guten Mix aus halt Fliesen und halt anderen Steinen, die halt ein bisschen halt Detail und Struktur halt reinbringen an die Außenfassade. Aber ich find's geil. Ich find's geil. Ich kann doch mal ganz kurz mal zeigen, hier ist Innenleben. Also du hast ja wirklich halt nur sehr kleines Stück, um halt die Details reinzubringen. Haben sie aber trotzdem recht gut halt irgendwie geschafft. Trotzdem, ja, du hast recht, Kattel, also den ganz, ganz großen, ganz detailliert. Ich würde ihn auch gerne mal irgendwann mal haben wollen, aber den kriegst du ja nicht mehr ran. Erstens das und zweitens, wohin mit der Riesenkiste? Naja, ich meine, ich könnte noch anbauen im Regalbereich, aber viel mehr Platz ist auch nicht mehr frei. Ich habe gerade zwei neue Regale noch gekriegt heute. Sehr gut. Und einen abgerundeten Bohrer, noch gerade das dazu. Ja. Ich habe darüber gelacht, als ich bei Basti war, aber eigentlich war ich beim teuren Makita-Bohrer hinterher. Ja, ich meine, immer ist es nur der Bohrkopf und nicht das komplette Bohrfutter oder der Bohrer an sich. Ja gut, ich habe ja auch nicht mit meinem Makita-Akkuschrauber gebohrt, ne? Gott sei Dank. Da habe ich den Black & Decker von Fallas genommen und da ist das Bohrfutter kaputt. Ja. Da kriege ich den kaputten Bohrer auch nicht mehr raus. So, ich kann jetzt mal die Drückmusik schon mal ausmachen. Ich würde mal sagen, das war's jetzt erstmal jetzt für heute. Also bis jetzt erstmal. Also ich werde gleich noch weitermachen mit der Paradiesvogelblume. Ja, das war jetzt erstmal der Supersternzerstörer. Ich muss sagen, vom Preis-Leistung her, von Qualität der Steine, bin ich absolut begeistert. Ich meine, okay, hier ist er, bietet sich ein bisschen hoch, das kann man auch nochmal nachbessern, das ist kein Problem. Aber ja, also für 20 Euro als Nachmache versus 70 Euro oder 80 Euro im Original, kann ich empfehlen. Ist ein nettes Stück, was man sich ins Regal stellen kann und kommt dann, sag ich mal, später auch nochmal heute nochmal rein. Aber wir haben ja jetzt gleich nochmal was anderes zu tun. So eine Blume zu basteln. Yay, Blumen. So. Wenn du willst, ich kann es gerne für dich lagern, aber dann darfst du es aufbauen. Nee, das mache ich ja gleich schon quasi per Proxy. Ich baue was auf, was eigentlich nicht für mich ist, aber ich lasse es trotzdem mal hier lagernd, weil, man muss ja nicht mehr mitschleppen beim Umzug, als eigentlich möglich ist, ne? Ich bin die Kattel und das ist meine Paradiesvogelblume. Yay, Grünzeug. So, ich hau schon mal kurz in das Auto mal rein. Und, deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, das war's jetzt vorerst. Wir sehen und hören uns dann gleich beim nächsten Bauset, wenn ich dann eine Paradiesvogelblume zusammen bastel. Also sehr, sehr viel Grünzeug und, oh Mann. Es wird noch sehr, sehr viel Plastikmüll hier geben auf der Seite neben mir. Und, es sind nur zwei Tüten. Zwei Tüten, die gefühlt, keine Ahnung, 20 sind. Das wird lustig. Tüte. Das wird lustig. Na gut, danke jetzt erstmal allen, die dabei waren, im Chat wie jetzt auch im Discord. Danke nochmal fürs Prime. Und wir sehen und hören uns dann, sag ich mal, gleich wieder, würde ich sagen. Ne? Also bis dahin, euer Ben. Bis gleich.